damit hallo und herzlich willkommen hier im Stream der Techniker Bodo Bundesliga. Was passiert, wenn auf einmal 100 Leute mit ihren angeschalteten Handys vor der Finalwand stehen? Es gibt kleine technische Probleme. Davon lassen wir uns aber nicht stören. Wir feiern heute einen wunderbaren Deutschlandcup. Und was der Deutschlandcup genau ist, das erklärt euch jetzt noch mal ganz kurz der Simon. Bis gleich. Der Techniker Bodo Bundesliga Deutschlandcup. Was ist das und wie kann man dabei sein? Bei der Bodo Bundesliga ging es uns immer darum, den Bodo-Sport populärer zu machen und eine Bühne zu bieten, die diesem fantastischen Sport angemessen ist. Seit 2016 begeistert die Techniker Bodo Bundesliga tausende Hobbysportlerinnen und Sportler, die in verschiedenen Ligen starten, von leicht bis schwer. Über die Jahre waren auch immer wieder Profis dabei, wie Jan Hoyer oder Alma Bestvater. Wir haben von ihnen gelernt. Die Profis brauchen eine eigene Wettkampfreihe, die sie angemessen herausfordert und die nach den Regeln der IFSC World Cups funktioniert. Mit dem Deutschland Cup haben wir genau dieses Format geschaffen als Add-on zur Bundesliga. Der Deutschland Cup ist der Weltcup auf nationaler Ebene. Hier geht es darum, im Tageswettkampf die Besten der Besten herauszufordern. Jeder Bundesligaspieltag beginnt mit einem Kickoff und bei jedem zweiten Kickoff gibt es einen Deutschlandcup. Am Kickoff warten 15 Liga-Boulder der regulären Boulder Bundesliga auf euch und die Athletinnen und Athleten der ersten Liga, die diese 15 Boulder am besten meistern, qualifizieren sich zum Tagesfinale, dem Deutschlandcup. Für die Athletinnen und Athleten geht es zu jedem Deutschlandcup um attraktive Preisgelder. Ganz, ganz spannend wird es auch im Laufe der Saison, die Gesamtwertung im Deutschlandcup zu verfolgen. Ähnlich wie bei der Weltcup-Serie des IFSC gibt es also ganzjährig Deutschlandcups. Und die Punkte, die man dort sammelt, laufen in das Gesamtranking des Deutschlandcups zusammen. Ganz wie beim Weltcup starten hier wirklich im Deutschlandcup internationale Athleten. Hanna Moll, Jan Royer, Yannick Floe, Stascha Geo. Ein bunt gemischtes, sogar internationales Starterfeld und du kannst dich ja in das Starterfeld mischen. Komm zu den Spieltagen der Bodo Bundesliga, qualifizier dich in den Top 6 für den Deutschlandcup und dann heißt es ab an die Wand im IFSC-Modus. Die Besten der Besten auf der Matte vor der Wand, hunderte an Zuschauern im Publikum, das Ganze im Livestream übertragen. Es geht um ein riesiges Preisgeld, also mitmachen. Einschalten, dabei sein. Es lohnt sich in jedem Fall. Fantastische Bode, eine exzellente Stimmung und beeindruckende Moves. Das ist der Deutschlandcup. Und wer im Deutschlandcup ganz oben ist aktuell, das schauen wir uns direkt mal an. Hier haben wir auf dem ersten Platz Daria Nesterenko. Bisher bei jedem Deutschlandcup ist sie mit am Start gewesen. Einmal den ersten Platz in Wuppertal hat sie sich geholt und kommt damit auf eine Gesamtpunktzahl von 57 erreichten Punkten. Kurz dahinter Helene Wolf hat zwei Stationen weniger mitgemacht als Daria, deswegen hat sie da auf jeden Fall noch ein bisschen was aufzuholen. Und bei den beiden wird es dann natürlich heute besonders spannend, denn die sind auch gerade noch in der Isolation. Und bei den Herren, ja, der Altmeister Jan Hoyer auch heute wieder mit am Start mit 73 Punkten. Ganz knapp vor Lasse von Freier mit 74 Punkten und Jan hat die Chance, heute sich ein bisschen abzusetzen vom restlichen Feld und gut Punkte gut zu machen. Denn der Lasse ist nicht am Start, der ist gerade in Graz mit dem deutschen Team für ja, als Trainingscamp. Aber ich glaube, der Jan, der wird sich nicht ärgern, dass er hier ein bisschen Boden gut machen kann auf jeden Fall und sich vielleicht sogar ein bisschen absetzen kann. Ansonsten haben wir sehr viele neue Starter und Starterinnen mit dabei und wir sind sehr gespannt, ob die Locals hier aus Nürnberg und der Region vielleicht den Spitzenathleten und Athletinnen der Liga hier doch die Punkte streitig machen können. Es gibt einen kurzen Clip und danach gehen wir direkt rein in die Besichtigung der Bode. There.
to get back in now. Thank you. Thank you. Just doing our job, madam. Just doing our job. So, und bei mir sitzt jetzt der Armin. Armin, ich glaube, wir müssen noch ein kleines bisschen rutschen, damit du hier auch richtig im Bild mit drin bist. Ach so, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Ist doch nett, oder? Ja. So einen hübschen Mann kann man auch mal zeigen. Ich glaube, wir werden aber gleich wieder klein, denn den Armin, den habe ich mir eingeladen als Roots-Head-Haupt. Bitte? Ich wollte nur schauen, in welche Richtung. Genau, da oben in die Kamera. Mach noch ein bisschen näher dran hier. Kati, mach dich noch ein bisschen lauter. Genau, ein bisschen näher an den Mund ran alles. So, das wollte ich auch gleich hören. Ja, Armin war einer der Routenbauer heute für den Deutschland Cup. Du hast fleißig mitgeschraubt. Wie viele Routen hast du gemacht? Gemacht oder geschraubt? Geschraubt. Persönlich geschraubt habe ich, glaube ich, 3 Boulder. Ich war nur an sich an dem Finalschraubtag da. Das war der Donnerstag, weil ich Freitag nochmal einen anderen Schraubtermin hatte. Ah, wo ging es hin? Das war hier ein... Dieser altbekannte 3 mit Kraut-Wettkampf. Ja. Anscheinend eine sehr gute Konkurrenzveranstaltung zum Boulder-Bundesliga-Finale, da der Alex heute lieber dort antreten wollte. Ah, na gut, das passiert. Dafür haben wir den Alex ja hier gehabt zum Videos gucken, Videos schneiden und machen. Genau, und zum Testen. Das war wunderbar. Und zum Testen hat es geholfen, ja? Das war wunderbar. Da konnte man noch mal ein bisschen tweaken. Und was man da tweaken konnte, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe da nämlich einen kleinen Tipp für euch. Falls ihr euch einfach mal die Routen der Bundesliga schon mal anschauen wollt und noch gar nicht in der Halle seid, die Fotos vielleicht nicht so interaktiv genug sind, dann kann man auch mal auf die Webseite gucken von uns. Die blenden wir mal kurz ein. Und da seht ihr zum Beispiel, haben wir auf unserer Webseite den 3D-Rundgang. Und wenn ihr den anklickt, dann kommt ihr direkt zu den Finalbouldern. Schauen wir uns das Ganze an. Wo geht's hier hin? Zack, so schnell kann man im Steinbock in Nürnberg stehen. Und wir sehen hier gleich den ersten Herrenboulder, an dem auch gleich das Briefing stattfinden wird. Armin, was kannst du uns zum ersten Herrenboulder erzählen? Ja, wir befinden uns in der Platte. Und der obere Wandteil ist, ich weiß es nicht, wahrscheinlich so 5 Grad nach innen geneigt. Es ist eine, ich sag mal, etwas komplexe Startposition. Der Start ist leicht einzunehmen, aber dann den Start zu verlassen, ist das Interessante. Also man muss irgendwie herausfinden, wo muss ich stehen auf den Makros, wo ist die richtige Trittfläche, um irgendwie in die No-Hand-Position zu kommen, um dann sozusagen auf dem rechten Startgriff aufstehen zu können. Und mir wurde schon berichtet, die Zone, die dient jetzt nicht so wirklich zum Reinfallen oder Abhalten oder so? Sie ist an sich nicht essential, dass man da aufsteht. Und das ist ein ziemlich kleiner und sehr glatter Monospax. Er hilft kurz, um sich zu stabilisieren, aber er wird an sich nicht helfen, um aufstehen zu können. Und wenn wir hier ganz kurz mal ein bisschen die Perspektive wechseln, dann fällt sehr deutlich auf, dass beim Top ein paar Tritte fehlen. Wie sollen die Athleten da hochkommen am Ende? Die haben einen sehr wunderbar riesengroßen Tritt für ihren linken Fuß. Genau. Über den hier? Ja, genau. Alles klar. Wäre da useless gewesen, Dritte reinzupacken. Alles klar, ich bin gespannt, wie die Herren das auflösen können. So, und wir schauen einfach mal weiter, stellen uns hier ein bisschen auf die Tribüne drauf und gucken in den Damenboulder Nummer 1 hier in Blau und, in Rot, wenn ich das hier richtig sehe. Das, was von hier aus aussieht wie Chalkabdrücke von abgeschraubten Griffen auf den schwarzen Volumen, sind tatsächlich 2 Griffe. Ich weiß nicht, ob man weiter reinzoomen kann. Na, wir schauen mal. Ja, genau. Das klappt doch. Jetzt erkennt man es. Wunderbar. Physischer Boulder. Körper in der Wand halten, Toe-Hooks, Heel-Hooks. Also abwechslungsreiches Spiel zwischen kleinen und großen Griffen. Sehr technischer Boulder. Schauen wir uns hier die Startposition nochmal ein bisschen näher an. Na, kommen wir hier noch ein bisschen näher dran. Wir bleiben mal hier oben. Das passt schon. Ihr könnt das übrigens auch bei euch zu Hause einfach auf dem Laptop einmal nachgucken.
Ja, sehen wir hier leicht verdeckt hier vom Volumen, aber die Startposition, wird es da schon zu Problemen kommen oder ist das erstmal noch der leichte Teil? Das glaube ich nicht. Also der Start ist relativ human, also die Startposition einzunehmen. Der Start sorgt an sich nur dafür, dass man direkt in die Waagrechte gebracht wird. Also es wird recht klar, wo man hin muss. Straightforward, aber es bleibt physisch. Wir gehen weiter, während die Herren und Damen jetzt schon an der Wand ihre Besichtigung machen. Auch da werden wir sicherlich mal ein Bild haben. Hier sehen wir es sehr gut. Also die 6 Finalistinnen und Finalisten, die wir gleich noch ausführlicher besprechen, die sind jetzt an der Wand und überlegen, genauso wie wir jetzt gerade, wie man am besten die Routen hier hochkommt. Lass uns doch mal weitermachen. Wir gehen nach ganz rechts an die Wand und haben hier den Herrenboulder Nummer 2. Startposition auf dem großen gelben Volumen hier, 2 Extremitäten, 2 Füße oder wie habt ihr euch das genau gedacht und dann beide Hände an dem blauen Griff? 2 Füße unten auf dem Holz, also Position kann man sicher da beliebig auswählen, das ist groß genug und beide Hände am blauen Griff, genau. Ja und dann geht es eigentlich direkt in eine Stützbewegung nach links und dann muss man es irgendwie schaffen, diesen... Wir können mal reinzoomen, der kleine Griff, wo dein Ring gerade ist, genau dieser, genau der vor der Zone, da muss man mit der rechten Hand rein und irgendwie linke Hand stütz und rechte Hand verspannen, um sozusagen, ja, um den Druck wegzuhalten, um dann die Linksbewegung auf das Holz einzuleiten. Können wir uns da auf ein paar giftige Tiere namens Skorpione freuen? Oh, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir können uns hier stark freuen, wenn denn das alles gut aufgeht, dass das ein Boulder mit eventuell sehr verschiedenen Varianten sein wird. Man erfragt relativ viel Bewegungsrepertoire ab. Wir sind gespannt und gehen weiter zu Damenboulder Nummer 1 hier in Mint und Weiß. Da steht W2, oder? W2, was genau. Habe ich gerade gesagt? 1. Eins, ja, es ist auch für mich schon ein langer Tag heute Morgen gewesen. Den 3D-Rundgang, der wurde heute Morgen um 7 erstellt. Ich schaue gerade, es ist auch immer noch W2, sehr gut. Entschuldige bitte. Also W2 für die Damen, worauf können wir uns hier freuen? Crimpy und ein bisschen 3D-Bodern eventuell, stützen, liege ich da richtig? Aufstehen vor allem? Ja, die Startposition ist an sich... Das ist nicht das Komplizierte am Boulder, das glaube ich, sollte eigentlich gut reinlaufen, jeder Person. An sich, das Essentielle in diesem Boulder oder die essentielle Bewegung, die viel ausmacht, ist auf dieses gesteckte Holz hochzukommen. Und wenn wir da reinzoomen, der oberste Griff auf den 3 gesteckten Hölzern ist relativ slopey. Wenn man von unten kommt, ist er gut. Aber wirklich, um auf das Holz hochzukommen, um den Fuß auf den Spackstritt zu bekommen, der da bei dem TK-Logo angebracht ist, muss man ja vermutlich irgendwie in den rechten Handballenstütz kommen. Auf den Griff, der auf den Mindhölzern hängt. Dann auch nochmal eine sehr spannende Top-Sequenz hier. Genau. Kannst du das kurz beschreiben, was die Damen hier erledigen müssen, um an den letzten Griff zu kommen? Kann ich das auch bewegen? Sehr gut. Auf jeden Fall. Also das, ich glaube, die einfachste Version, oh, kannst du mir helfen? Ich kann dir helfen. Bring mich doch mal auf das Holz zurück. Papa, guck mal. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Also, so kriegen wir die Zeit um, das ist gut. Na? Genau. Das Ziel ist, dass man auf das Holz aufsteht. Das wird wahrscheinlich mit links geschultert die Zone sein und rechts ein Handballenstütz. Wir werden es sehen. Und dann muss man relativ schnell die Balance finden, um den Körperschwerpunkt auf den rechten Fuß am Holz vorbeizubringen, um dann langsam aufzustehen. Ja, man sieht, glaube ich, links auf dem mittleren gesteckten Volume so einen Gummistreifen. Da ist er. Genau. Das ist so die Idealstelle, sich mit dem linken Fuß noch etwas höher zu erarbeiten, um dann die perfekte Balanceposition zu finden, um in den vorletzten Griff zu kommen.
Wir sind gespannt, wie die Damen das auflösen können und machen gleich weiter mit M3, dem dritten Herrenboulder. Ja, und ich glaube, hier besonders spektakulär. Ja gut, da sage ich, da hängt nicht viel drin, das ist doch selbsterklärend. Das ist selbsterklärend. Ich habe vorhin ein neues Wort gelernt, jetzt muss ich nochmal ganz kurz überlegen, der Houdini-Switch. Ist das korrekt? Ja. Houdini-Switch und was das genau ist, das erkläre ich euch dann nachher. Hier auf jeden Fall können wir uns auf einen spektakulären Herrenboulder freuen. Was glaubst du, wie viele der 6 Athleten werden den bezwingen können? Ich wünsche es mir doch, dass ihn alle genießen dürfen. Ja, genießen. Ich kann es sehr schwer einschätzen tatsächlich. Ich kann es sehr schwer einschätzen. Ihr habt ja ein paar Locals jetzt hier vor Ort. Moritz Welt, Moritz Perwitschki sind im Finale mit dabei. Würdest du einschätzen, dass die beiden fähig sind, den zu bouldern innerhalb von 4 Minuten? Auf jeden Fall. Die zwei sind Freunde der Monokultur. Mono, sprich, ich kann nur einen Finger in dem Griff benutzen. Genau. Also der Boulder ist, ich sag mal, er ist fast selbsterklärend. Wir werden vielleicht 2 verschiedene Varianten sehen, wie man denn an diesem Fingerloch vorbeikommt und es nutzt. Ja. Und hier sehen wir auch gerade die Herren, ne? Die machen sich jetzt schon Gedanken erstmal über die Startposition. So, und damit sind auch die letzten 2 Minuten um. Bevor es losgeht mit dem Wettkampf, noch ein letzter Blick auf den Damenboulder Nummer 3, hier W3. Es wird erstmal plattig für die Damen, ist eine leicht liegende Wand und geht dann über in einen leichten Überhang, sehr physisch hier, wenn ich das richtig sehe. Und ich glaube, hier gab es was mit den Füßen zu beachten, nicht wahr? Das ist physisch als auch technisch, also ja, wenn man sich das Material anschaut, man hat relativ gute Dritte und einen relativ guten Seitgriff. Wenn man seinen Körper da richtig einsetzt, dann wird man da auch noch viel technisch kompensieren können. Genau. Alles klar. Dann, lieber Armin, danke ich dir. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Schrauben. Auf jeden Fall. Bist jetzt gut gelaunt, dass du dir das Finale gönnen kannst und nicht zu aufgeregt hoffentlich. Wie geht's einem da so als Schrauber jetzt? Ich werde nach den ersten 30 Minuten gut gelaunt sein, so oder so. Alles klar. Ich hoffe, ich habe dir die Laune jetzt nicht zu sehr verdorben. Machen in den so ersten Minuten. Und dann wünsche ich dir jetzt ein grandioses Finale. Viel Spaß beim Zugucken. Genieß es. Und vielen Dank für den tollen Schrauberjob. Ich hoffe, das funktioniert gut und alle haben Spaß. Ich bin sehr zuversichtlich. Ich hatte es jetzt schon. Bis dann. So, und damit soll es auch direkt losgehen mit dem Wettkampf. Deswegen bitte Kamera ab auf die Fläche. Und ja, ich freue mich sehr, mal wieder zu Gast im Deutschlandcup, Jakob Schiefer. Man kennt ihn nicht nur als Bruder von Charlotte Schiefer, ebenfalls heute im Finale zu sehen, sondern ebenfalls ein starker Kletterer. 19 Jahre jung aus dem Active Garden in Waiblingen. Er geht jetzt hier in die Platte rein und bei den Damen als 6. Platzierte jetzt ins Finale gekommen, Mona Kellner. Hier aus der Region auch eine unglaublich starke Athletin, war früher auf der internationalen Bühne, vor allem noch im Jugendbereich, zusammen mit der Lilly und der Helene, die wir heute auch noch sehen werden im Finale, international unterwegs. Und geht hier rein erstmal in diesen sehr physischen Boulder. Mir wurde vorhin verraten, hier gibt es nicht die eine Krux, sondern es ist ein harter Move nach dem anderen. Aber mir wurde auch versichert, jeder Athlet kann das klettern hier. Also alle 6 Starterinnen und Starter sind durchaus fähig, diese Routen zu machen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, das innerhalb der ersten 4 Goes zu tun. So, und Jakob jetzt hier schon mit leichten Problemen am Start. Kommt jetzt aber gut rein. Hat dort den kleinen Crimp links an der Seite gefunden. Ja, und dann Armin hat es uns berichtet, also wirklich hier die Schwierigkeit, auf diesen rechten Startgriff zu kommen. Mona wieder kurz vor der Zone und hier enorm harte Züge an maximal kleinen Leisten. Es wird nicht leicht, aber ich denke, das ist noch durchaus machbar. Die beiden Athleten heute natürlich mit hervorragenden Ergebnissen aus der Qualifikation. Mona hat sich mit 14 Tops
davon 10 Flash und einer Zone, 9 Flash und einer Zone, pardon, und 21,77 Punkten hier heute in das Finale gekämpft. Also schon das eine hervorragende Leistung. Das ist tatsächlich ihr erster Start bei der Techniker Bodo Bundesliga, nicht nur bei den Deutschland Cups, sondern ihre allererste Station überhaupt jetzt mit dabei. Normalerweise ist sie eher auf das Outdoor-Klettern draußen am Seil im fränkischen Jura, im Frankenjura. Ja, fokussiert, sage ich mal. 8C hat sie mir verraten, ist ihre bisherige Top-Leistung dort an der Wand. Also wirklich eine herausragende Athletin. Und wunderbar, sie hier jetzt im Deutschland-Cup mit dabei zu haben. Und jetzt hier wieder schön. Ja, an der Stelle war sie schon mal. Und kommt hier mit dem Körperschwerpunkt nicht ausreichend rechts rüber. Auch Jakob hier immer noch mit leichten Problemen an der Platte. Jakob in dieser Saison zum ersten Mal wieder mit dabei bei einem Deutschlandcup. Den, mit dem konnte ich ein bisschen quatschen, hatte ich mich gefreut. Neulich in Ingolstadt, die letzte Station ohne Deutschlandcup. Aber ja, Jakob und Charlotte Schiefer, alle beide auch unabhängig von den Deutschlandcups am Start bei der Liga. Hat dort sehr gut performt, sich 15 Tops geholt. Und jetzt wird den beiden hier nochmal ein bisschen eingeheizt. Denn die sollen ja hochkommen am Ende auch noch. 40 Sekunden noch knapp auf der Uhr. Und ich denke, zumindest die Zone könnten sie sich auf jeden Fall beide noch holen, auch wenn es zeitlich jetzt natürlich relativ knapp wird. Dass Jakob durchaus hohe Performance zeigen kann im Finale, hat er zum Beispiel letztes Jahr in Jena gezeigt, da ist er auf dem 3. Platz gelandet beim Deutschlandcup vor gut einem Jahr. Also kann hier auf jeden Fall mit der Elite auch gut mithalten, hat sich hier neben Altmeister Jan Hoyer und den starken Locals vor Ort ins Finale mit rein geschlichen, gekämpft und wird sicherlich im Bruder Nummer 2 und 3 nochmal Möglichkeit haben, Punkte zu sammeln. Und da freuen wir uns jetzt gleich Jakobs Schwester, die Charlotte, zu sehen. Steht schon auf der Wand und wartet noch kurz, bis der Timer abläuft. Bei den Herren jetzt Local Hero Moritz Welt auf dem 5. Platz ins Finale eingezogen, wie auch die Charlotte. Die Athleten und Athletinnen starten hier in umgekehrter Reihenfolge ihrer Qualifizierung. So, und bei Moritz sieht es hier schon relativ stabil aus, muss jetzt aber natürlich irgendwie den Fuß dort auf den rechten Startgriff drauf bekommen und hat hier ähnliche Probleme wie der Jakob. Auch Charlotte noch ein paar Züge vor der Zone mit der rechten Hand schon gut am Crimp, aber ja, wie mir die Rutenbauer das verraten haben, ist es wirklich ein Boulder, der nicht geschenkt ist. Jeder einzelne Zug sehr, sehr hart. Also hier gibt es nicht die eine Krux, sondern einfach eine Aneinanderreihung von richtig deftigen Zügen. So, schauen wir uns jetzt mal die Charlotte hier an. Setzt einen Hook am rechten Volumen. Ja, und beim Weitersetzen der rechten Hand löst sich dann leider auch der Hook. Da kann noch mal ein bisschen geputzt werden. Die Feuchtigkeit aus den Griffen raus. Und gerade bei so einem physischen Bruder wichtig, immer noch mal gut Pause zu machen, auch zwischendurch. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass die Athleten und Athletinnen hier schon einige Routen auch in den Fingern haben. Natürlich Spitzenklasse, was die hier leisten. Und bei den 15 Routen der Liga, die für den Deutschlandcup als Qualifikation dienen, ist sicherlich der Großteil gut machbar. Jetzt hier Charlotte mit einem tollen Versuch, kommt in die rechte Leiste rein und schafft es dann leider nicht ganz, den Toe-Hook da zu matchen unten, also mit den Zehenspitzen sich diesen guten Griff hier nochmal zu angeln. Wollte den zweiten Fuß dazu holen, war auf jeden Fall eine schöne Variante, vielleicht sehen wir das gleich nochmal erfolgreich. Moritz jetzt gut aufgerichtet. Dann schon mal auf dem linken Startvolumen. Ja, und wenn der jetzt hier noch den rechten Fuß hochbekommt, dann sollte das durchaus was werden. Ein guter Allrounder, also in jedem Style auf jeden Fall absolut fähig.
So, und Charlotte, jetzt schraubt sie hier das zu. Ah, man sieht's. Und das Schienbein, das blockiert dieses Volumen. Ne? Also man kommt da schlecht rum an den Griff. Jetzt huckt sie aber das Volumen, kann das hier gut abhalten. Richtig stark, Charlotte. Und jetzt kommt ein schwerer Schulterzug in die Zone rein. Das gibt auf jeden Fall die ersten Punkte für Charlotte. Wichtige Punkte. Holt sich die Zone, kann mit rechts gut reinhucken. In diesen rechten Tritt, ja, und, ah, schade. Schwieriger Zug auf jeden Fall nochmal weit, da muss man die Füße gut positioniert haben, sich gut rausdrücken, also richtig, richtig schwer, aber eine Minute hat sie noch. So, und Moritz nimmt sich hier nochmal ein bisschen Zeit und gucken, ob es der letzte Goal wird. 30 Sekunden bringt natürlich immer nochmal ein bisschen Unruhe in so eine Platte rein. Ah. So, Charlotte reicht es hier an diesem Boulder, hat sich auf jeden Fall mit der Zone die ersten Punkte gesichert und auch der Moritz verlässt jetzt hier die Matte. Guter Kampf auf jeden Fall und da muss man den Kopf nicht hängen lassen, denn es gibt noch zwei Boulder, an denen alle nochmal zeigen können, was in ihnen steckt. Jetzt freuen wir uns ja, auf den nächsten Local Hero, ebenfalls Moritz Perwitzki. Bisschen komplizierterer Nachname, gar kein Problem. Moritz jetzt hier, wurde mir schon verraten, sehr, sehr stark auch in Platten. Ebenfalls auch guter Allrounder, aber doch, Platte sollte ihm sehr liegen. Da bin ich sehr gespannt, ob er das hier gut auflösen kann. Und ja, bekanntes Gesicht aus dem Deutschlandcup, Helene Wolf. Die aktuell Zweitplatzierte im Deutschlandcup-Gesamtranking geht jetzt hier gut rein in den Boulder. Die aktuelle deutsche Meisterin kann das hier gut abfangen, auch ohne Toehook. Ja, und dann fehlt es dann noch ein bisschen an Stabilisation. Schreibt es mir mal in den Chat, wie heißt das richtig? Stabilität aus den Füßen raus. So, aber das ist sehr gut machbar für Helene. Jetzt sollte sie versuchen, sich die Zone oder vielleicht sogar das Top im zweiten Go zu holen. So, und auch Moritz ist kein neues Gesicht im Deutschlandcup. Den durften wir schon im letzten Jahr anfeuern. Zweimal, wenn ich mich recht erinnere. Einmal beim, ja, das war damals der zweite Deutschlandcup überhaupt. Auch im Steinbock, ebenfalls im Steinbock, aber in Erlangen war das damals. Ebenfalls wunderschöne Halle. So, Helene jetzt hier versucht da rein zu kreuzen, also die linke Hand über die rechte zu führen und in den nächsten Griff reinzukommen. Aber da gibt es das Problem mit den Füßen. Ich bin mir sicher, das kriegt sie noch gelöst. Und solltet ihr euch wundern, ja, was ist denn da jetzt mit dem Moritz an seinem Boulder? Ihr braucht gar keine Angst haben. Entweder wir schalten in die Totale, da seht ihr das, aber ihr verpasst nichts. Wir haben eine professionelle Regie, sobald irgendwas an dem Boulder passiert, werdet ihr das auch sehen und auch keine Angst haben, irgendwas zu verpassen. Hier im Livestream der Techniker Boulder Bundesliga ist alles zu sehen, was man braucht. Und wenn euch das gefällt, ja genau, da steht's, dann lasst uns auch mal ein Like da, abonniert den Kanal und natürlich auch die Hinweise, so verpasst ihr nicht, wenn es einen Stream gibt. Gibt auch immer mal einen Spontanstream, letzte Woche erst in Braunschweig. Ganz spontan mal das Finale der niedersächsischen Boulderliga übertragen. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier die Glocke zu aktivieren. So, beide Athleten hier nochmal ein bisschen an Pause machen. Auch wichtig, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, also 15 Quali-Routen sind zu begehen für die Athleten und Athletinnen, um sich hier zu qualifizieren. Das sind die gleichen Routen, die auch noch 6 Wochen lang hängen werden bei jeder Station, hier im Steinbock in diesem Fall. Also die nächsten 6 Wochen habt ihr Zeit, auch
diese Quali-Boulder zu machen und natürlich auch ein bisschen entspanntere Sachen aus der zweiten und dritten Liga. Da kann wirklich jeder die passende Liga für sich raussuchen. Es lohnt sich auch noch am Ende der Saison einzusteigen, also traut euch ruhig. Und jetzt hier nochmal Fokus auf Helene, die hat sich die Zone geholt und kommt hier wunderbar weiter an diesen unglaublich abschüssigen Sloper, sehr, sehr rutschig und kommt hier jetzt mit der linken Hand ans Top. Und der ist sehr, sehr dankbar. Da freut sie sich. Hier nochmal absichern. Haben die Schiedsrichter es auch gesehen. Könnte da nochmal ein bisschen putzen. Also wunderbar gelöst hier von Helene. Am Ende nochmal richtig gut durchgegangen. Und das sah super leicht aus bei ihr. Also hat sie wunderbar gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass wir da andere Athletinnen nochmal ein bisschen mehr strugglen sehen. Aber wirklich richtig, richtig stark gemacht. So, und für den Moritz ist die Zeit jetzt auch abgelaufen. Leider keine Zone geholt. Also, hier werden die Rutenbauer wirklich ausgesprochen schwere Platte geschraubt haben. Ich bin sehr gespannt, ob die anderen Athletinnen und Athleten hier nochmal eine Chance haben. Auf jeden Fall jetzt auch ja, ein Teilnehmer aus dem ersten Deutschland-Cup. Freue ich mich sehr, auch ihn wieder zu sehen. Hat es mehrmals versucht und jetzt zum zweiten Mal in dieser Saison im Deutschland-Cup-Finale, Jonathan Papadopoulos. Super starker Kletterer auch. Hätte gerne in seiner Jugend und Kindheit ein bisschen mehr Anschluss auch an die deutsche Spitze gehabt. Ist ihm leider nicht ganz gelungen. Er ist auch ein Experte, hat auf jeden Fall seinen Fokus auf dem Bouldern. Da hat ihm das Seil dann vielleicht ein bisschen gefehlt. Und für ihn jetzt eine wunderbare Gelegenheit, um hier im Deutschland-Cup trotzdem nochmal ordentlich Wettkämpfe zu sammeln auf einem hohen Niveau mit starken Athleten und Konkurrenten. Und jetzt sind wir sehr gespannt, ob er hier diese Platte gut auflösen kann. Währenddessen am Damenbouldern Nummer 1 Nastja Kobitz, auch schon häufig bei den Deutschland-Cups gesehen und kommt hier, wenn ich das richtig gesehen habe, im ersten Go unglaublich gut durch. Das ist der Wahnsinn, hier gleich an die Zone ran, als ob sie diesen Bouldern schon 10-mal gemacht hätte. Ist gar kein Problem für sie, gar kein Problem. Geht hier im ersten Versuch durch, unglaublich. Was war das für eine Machtdemonstration? Wow. Das sah extrem leicht aus. Sehr, sehr beeindruckend hier von der jungen Ukrainerin. Also hervorragend gelöst. Nastja Kobitz. Schon mehrmals im Deutschland-Cup jetzt mit dabei gewesen. Ich glaube bisher erst einmal aufs Treppchen geschafft in Jena im letzten Jahr, wenn ich mich recht erinnere. Aber zeigt jetzt hier wirklich, was sie kann und dass sie absolut in dieses Starterfeld reingehört. Also unglaublich, wie sie das hier so schnell weggezogen hat. Das heißt für uns Fokus auf den Jonathan Papadopoulos. Super sympathisch. Konnte gerade oben in der Isolation mit ihm nochmal ein bisschen quatschen. Freut sich auf jeden Fall, wieder mit dabei zu sein. Super motiviert, bei jedem Deutschland-Cup alles zu geben und ja, auch um den Einzug zu kämpfen. Und ich denke, ja, dass einige Athleten aus der deutschen Spitze gerade im Trainingslager in Graz sind. Das muss gar nichts heißen, denn auch hier ist die Konkurrenz enorm stark. Also die Locals, die zeigen auf jeden Fall, was in ihnen steckt. Und der Jonathan zeigt ebenfalls, also hat bisher an der Quali auf jeden Fall gezeigt, dass es auch verdient hat. Und ihm wünsche ich jetzt hier auf jeden Fall auch noch einen schönen Erfolg an dieser Platte. Liebe Grüße natürlich nach Graz. Ich hoffe, ihr guckt fleißig zu. Und wenn es euch gefällt, nicht nur unsere lieben Freunde in Graz, sondern auch ihr dort zu Hause vor eurem Bildschirm. Wenn ihr uns helfen wollt und die Liga unterstützen wollt, dann teilt doch auch gerne diesen Link von diesem Livestream in eurer Instagram-Story, bei Facebook, bei Tinder, wo ihr möchtet, überall. Könnt ihr machen. Wir freuen uns über viele, viele Zuschauer und natürlich auch über euer Feedback im Stream. So, Jonathan, jetzt hier nochmal mit einer bisschen anderen Variante. Ja, aber sobald der rechte Fuß gelöst wird, dann haut es einen aus der Wand raus.
Also wirklich sehr, sehr schwer hier aus dieser Startposition rauszukommen. So, Jonathan, jetzt die letzten 30 Sekunden nochmal nutzen. War insgesamt schon viermal in dieser Saison bei den Kickoffs mit dabei und hat dort auch überall hervorragende Leistungen gebracht. Also wir sind jetzt beim 11. Spieltag dabei gewesen, aktuell auf dem 26. Platz im Gesamtranking der Liga. Das zeigt wirklich, dass er da enorm starke Leistungen gebracht hat bei den Deutschlandcups. Und da wünschen wir ihm viel Glück in Boulder Nummer 2 und Nummer 3, auch wenn es hier in Boulder Nummer 1 für den Jonathan leider keine Punkte gab. So, jetzt das ukrainische Power-Doppelpack. Ich freue mich, mit euch zusammen jetzt die Goals zu sehen von Daria Nesterenko und Sergej Topischko, beide aus der Ukraine, als Zweitplatzierte jeweils aus der Quali jetzt in den Deutschlandcup eingezogen. Ja, Daria, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, ist die aktuell Führende mit 57 Punkten im Deutschlandcup-Gesamtranking und auch im Liga-Gesamtranking ganz weit mit oben dabei. Da gucke ich nochmal ganz kurz nach, nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Wenn ihr das übrigens auch nachschauen wollt, guckt doch einfach bei uns auf der Webseite mit vorbei. Dort findet ihr alle Informationen. Und auch Daria kommt jetzt hier gut aus dieser Startposition raus, tritt jetzt gegen das Volumen. Der linke Fuß kommt ein bisschen hinterher, das bringt ihr Länge, kann das hier gut abhalten. Richtig stark, Daria, holt sich die ersten Punkte im ersten Go. Also, und geht hier ganz ruhig durch, ne? Hat hier eine Ruhe, kann das gut festhalten hier, versucht hier einen kleinen Knieklammer nochmal reinzumachen. Füße werden umgesetzt, holt sich den Sloper hier auch ganz entspannt mit einer Ruhe und Gelassenheit. Unglaublich, Daria. Richtig, richtig gut, hat mir erzählt, sie ist auch gut in Form gerade. So, hier nochmal einen Handwechsel gemacht mit der rechten Hand an diese kleine winzige Leiste ran. Die ist auch kaum zu doppeln, wurde mir gesagt. Versucht es hier statisch an den Top ranzukommen. Der ist richtig gut, kein Problem. Und auch sie holt sich hier die ersten Punkte im ersten Go und schiebt sich damit auf den aktuell ersten Platz in diesem Deutschlandcup. Klasse gemacht, Daria. Läuft hier zufriedenschauend zurück. Und guck noch mal ganz kurz, ich sehe es hier aus den Augenwinkeln, bevor sie hoch in die Isolation verschwindet, dem Sergej noch mal zu. Auch Sergej gerade richtig stark wieder mit dabei. Auch er hat schon gut Punkte im Deutschlandcup sammeln können. Ist dort aktuell auf dem 9. Platz mit 16 Punkten. Also kann sich heute hier auf jeden Fall gut hochschrauben im Deutschlandcup-Gesamtranking. Seine zweite Teilnahme in dieser Saison. Sergej konnten wir schon in Hamburg und bei der letzten Station in Jena bewundern. Da lief es leider nicht ganz so, konnte sich dort, ja, nur musste sich dort mit dem 6. Platz zufrieden geben. Und jetzt versucht er hier, interessant, ja, mal eine ganz andere Variante, bringt den Körperschwerpunkt hier weit nach links. Ist auch ein sehr, sehr großer Athlet, der Sergej, also könnte hier tatsächlich ein bisschen Probleme mit dem Start haben und hier super interessant zu sehen. Jawohl, kriegt ihr nochmal eine ganz andere Variante hin. Aber das ist dann auch sehr schwer, gut aufzustehen. Kann sich da den kleinen Crimp da, diesen rutschigen kleinen Crimp nicht holen, der an der Kante ist. Versucht es aber direkt nochmal so. Kann dort zumindest so die Startposition schon mal einnehmen. Jetzt weiß er, wie es geht. Das Muskelgedächtnis merkt sich das dann. Oh, wunderbar hier. Nochmal eine andere, ganz, ganz andere Variante rausgefunden. Und schiebt sich jetzt hier ein bisschen hoch. Vielleicht, ja, hier sehen wir es nochmal ein bisschen besser. Und könnte jetzt der Erste sein, der sich auch die Zone holt. Die Berührung reicht noch nicht, um hier die ersten Punkte zu sammeln. Also, es muss berührt werden und so eine ganz leichte Körperverschiebung stattfinden. Es muss schon erkennbar sein, hier wird geklettert an der Wand und nicht nur getippt. Das ist es auf jeden Fall. Damit hat er sich als erster Punkte im Boden Nummer 1 geholt. Und jetzt geht es hier auch für die Herren, bei den Herren, Richtung Top. 30 Sekunden sind noch auf der Uhr und wir haben erst die erste Hälfte des Boulders geschafft. Also hier wird es nochmal richtig komplex.
Und eieiei. Schade, schade, schade. Ah, das wird nicht mehr reichen. Ja, da ärgert er sich. Ich weiß, glaube ich, was Sergej macht, sobald das Finale rum ist. Der wird da nochmal direkt reingehen, denn den kann er auf jeden Fall machen. Aber ich glaube, er muss gar nicht so traurig sein, denn diese Zone war hier richtig, richtig, richtig wertvoll. Und damit schiebt er sich auf den aktuell ersten Platz. Auf dem Weg hoch in die Isolation schlägt er kurz mit dem aktuell Erstplatzierten ab. Im Deutschland-Cup-Gesamtranking und auch im Gesamtranking der Techniker Bodo Bundesliga. Denn Jan, der nimmt nicht nur die Deutschland-Cups mit, Nenni, der hat richtig Bock beim Finale am 22. Juni im Osnablock und ja in Osnabrück an der Außenwand dabei zu sein. Und der klappert auch mal die ein oder andere Station ab. Momentan auf dem ersten Platz bei den Herren, also richtig, richtig stark. Der hat Bock auf die Liga und es ist uns wirklich eine Riesenfreude, ihn mit dabei zu haben. Bei jedem Deutschlandcup immer ganz früh mit dabei. Jetzt aber erstmal der Blick auf Lilly Kieskin. Lilly Kieskin, seit dem allerersten Deutschlandcup in Frechen in der vergangenen Saison ist sie immer mal wieder mit dabei. Nicht nur als Teilnehmerin und Athletin, sondern auch schon als Schrauberin mit dabei gewesen. Zum Beispiel in dieser Saison in Wuppertal, im Prisma und jetzt wieder hier im Steinbock an der Wand. So, und jetzt sehen wir auch den Jan hier, wie er sich die Zone holt. Das sollte auf jeden Fall die Zone sein. Da ist noch ein bisschen weiter geklettert worden. Die hat er auf jeden Fall gut aktiv mit benutzt. So, und Lilly schalten wir rüber, holt sich jetzt auch die Zone im zweiten Versuch. Hier mit so einem richtig schönen Spagat hier nochmal an der Wand. Rechts sich den Toehook geholt, die Zehenspitzen eingeklemmt. Kann jetzt hier ganz entspannt dieses unglaublich abschüssige Makro hier abfassen. Greift gleich mit der rechten Hand weiter. Das kleine abgehängte Ding kann man wirklich nicht doppeln. Und auch Lilly holt sich jetzt hier den Top. Im zweiten Go, damit reicht es nicht ganz für den aktuell ersten Platz im Deutschlandcup, aber wertvolle Punkte und alles offen in den nächsten zwei Boulder. So, und ich würde sagen, damit ist es Zeit für unser erstes Chatgewitter. Wer das aus der Schul-Corona-Zeit noch nicht kennt oder nicht mehr kennt, das funktioniert folgendermaßen. Ihr tippt alle was ein in den Chat, drückt aber noch nicht auf Enter. Das machen wir dann alle gemeinsam. Und ich habe eine kleine Abstimmung vorbereitet. Ich bin mir nämlich sehr, sehr unsicher. Heißt es das Top oder der Top? Das Top oder der Top? Schreibt mal bitte in den Chat rein, das oder der, das, was am Ende am meisten dasteht. Das werde ich weiterhin versuchen zu sagen. Jan, jetzt aber erstmal hier noch kurz an der Zone dran. Ihr dürft so lange schon mal in dem Chat tippen. Und wir wollen jetzt aber den Go vom Jan hier sehen. Oh, kommt hier gut rein mit rechts, kann abfangen mit links. Ja, jetzt gibt es keine Tritte mehr, aber man steht sehr, sehr gut. Und Jan hier mit dem Top in Bode Nummer 1. Wunderbar gemacht. Der freut sich zu Recht und kann sich damit ganz souverän auf den ersten Platz schieben. Nach diesem, ja, der oder das Top? Was ist es? Ich zähle runter von 5 bis 0 und dann bin ich gespannt, was ihr in den Chat reinschreibt. Also der oder das Top in 5, 4, 3, 2, 1 und Enter bitte. Jetzt bin ich gespannt. Der Top hier auf jeden Fall die ersten Nachrichten. Das Top auch einmal genannt. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Das muss dann am Ende noch die Regie kurz auswerten für mich. Die Kommentare. Nee, Kati, danke dir. Das kriege ich schon selber hin. Wir gucken einen kurzen Clip. Bis dahin ist das Chatgewitter vorüber und sehen uns gleich wieder im Boulder Nummer 2. Was ist eigentlich gesund? Gesund? Gesund ist, den Schweinehund besiegen und dabei den Kopf freikriegen. An sich glauben. Und neue Stärken entdecken. Wichtige Punkte machen. Und es damit allen zeigen. Ausatmen. Und sich dabei selbst begegnen. Einfach mal gehen, statt stehen. Und damit die Schrittzahl erhöhen. Das Gefühl, alles zu geben. Und dafür doppelt belohnt zu werden. Mit Gesundheit und TK Fit, unserem Programm für ein gesundes Leben. Jetzt in der TK-App.
So, und wir sind wieder auf der Fläche. Hier wird nochmal ganz kurz ein kleines bisschen umgebaut an der Wand, damit bei den Bouldern ja keine Griffe im Weg sind. Wurde hier nochmal so ein rotes Makro rausgeschraubt, an dem sich die Damen gerade erfolgreich hochziehen konnten. Teilweise erfolgreich zumindest. Und währenddessen, ja, findet ein besonderes Highlight statt. Also, wenn ihr Lust habt, noch mehr Bodo-Bundesliga-Energie zu sammeln, dann kommt doch einfach mal bei den Kickoffs vorbei. Dort gibt es jetzt nämlich nicht nur einen Quali-Livestream bzw. Kickoff-Livestream, den ihr auch einfach mitmoderieren könnt, wenn ihr darauf Lust habt und euch in die Moderatorenkabine reinsetzt, sondern es gibt auch unsere spannenden Pinch-Battles von unseren Freunden aus den Niederlanden von crushclub.nl. Ja, hervorragendes Spielchen für Kletterer, macht richtig Spaß, ist praktisch Armdrücken, Drücken für Kletterer, da kann man entweder pinchen oder crimpen, unterschiedliche Varianten, macht richtig Bock und ja, wir haben hier zwei Starter, also Olli, den Namen habe ich mir noch gemerkt, rechts Laschinski, auch schon lange Teil der Liga mit der ganzen Family unterwegs und sein Herausforderer heute, die beiden konnten sich in den beiden ja, Wettkämpfen, kleinen Fun Cups, die wir hatten, heute gegen 7 andere Athleten und Athletinnen jeweils durchsetzen. Haben auf jeden Fall gezeigt, dass die ordentlich Kraft in den Unterarm haben. Und ja, den kleinen Spaß, den gönnen wir uns doch nochmal. Die beiden freuen sich auch richtig. Und jetzt kann es wirklich sehr, sehr spannend werden. Also, ich will nicht wetten. Beide unglaublich starke Hände. Und ja, wenn es darum geht, die Hand stark zu schütteln, wäre ich bei den beiden auf jeden Fall ganz vorsichtig. Jetzt geht's los hier. Oliver mit der rechten Hand holt sich auf jeden Fall den ersten Sieg. 3 Runden gibt es insgesamt. Jetzt wird nochmal die linke Hand benutzt. Und danach darf sich jeder aussuchen, wo es rangeht. So, hier schaut man, dass die Finger gut sitzen. Da muss nochmal ein bisschen korrigiert werden. Und unser lieber Yannick, der zeigt, was geht. So. Aktuell unentschieden, sagt der Yannick. Also, ja, hier kommt es drauf an, mit welcher Hand man da vorne mit dabei ist. Jetzt das, die Entscheidung im Pinch-Battle. Schauen wir mal, wer das Ding mit nach Hause holt. So. Ja, wunderbar, scharfe Kamera hier drauf, aber da sehen wir es ganz genau. So, und jetzt geht's los. Und der Olli, der hat stark losgelegt. Und das war guter Kampf von seinem Herausforderer hier. Super gemacht. Die beiden können sich gleich noch einen Techniker-Rucksack bei uns abholen und kriegen noch ein paar schöne Goodies von unseren Sponsoren. Ein kleiner Fun-Cup zwischendurch. Genau, kommt vorbei zu den Kickoffs und dann könnt ihr auch dort euren Zettel mit in die Kiste werfen. Macht auf jeden Fall richtig Bock und ist live vor Ort nochmal deutlich geiler. Also macht richtig Spaß, da mitzumachen oder zwischendurch einfach mal zu testen. Egal ob klein und groß, kann man auf jeden Fall mal machen. So, jetzt ist unser Fokus natürlich aber wieder auf den Athleten und Athletinnen im Bouldern Nummer 2. Und genau, dann gucken wir doch, nutzen wir die Zeit und schauen einmal aufs aktuelle Ranking hier bei den Damen. Was ist denn da bei der Daya los? Gott sei Dank kenne ich die schon eine Weile und kann das aussprechen. Daya Nesterenko aktuell auf dem ersten Platz mit einem Top im ersten Go. Oh, stimmt, ob das jetzt der oder das Top ist, müssen wir gleich nochmal auswerten, gucke ich drauf. Auf jeden Fall hier als ja, Zweite nach der Quali aktuell auf dem ersten Platz, kurz vor Nastja Kobetz, Anastasia Kobetz oder Nastja, geht beides, 17 Jahre jung, ebenfalls im Flash-Go, also hier nur ein Versuch zum Top gebraucht. Lilly auf dem dritten Platz, im zweiten Go hat sich das geholt und Helene auf dem Platz Nummer 4. Bei den Herren sieht es noch etwas mau aus, was die Tops angeht. Jan hier mit dem Top im sechsten Go. Serge hat sich die Zone geholt und die anderen dürfen sich an den letzten Boden nochmal beweisen. Jetzt hier im Bild Mona Kellner auf im Boden Nummer 2 und wir können ganz entspannt bei den Damen bleiben. Hier, die Mona bewundern, kommt hier gut um dieses gesteckte Volumenarrangement herum, fängt sich gut ab mit der linken Hand. Und die Info noch kurz zu Ende, die Herren bleiben kurz oben an der Wand, einfach damit wir es für euch besser einfangen können im Bild, sonst sind sie zu weit weg. Und jetzt voller Fokus auf die Damen. Mona jetzt hier sehr schnell zur Zone gekommen. Ja, und jetzt heißt es ein bisschen überlegen, wie kommt man jetzt hier hoch? Also, schön spannend. Oh, und kommt hier enorm hoch mit ihrem rechten Fuß. Kann ihn gut aufsetzen hier in diesem
kleinen Crimp rein in die Schulter. Heieieiei. Nicht leicht, aber schon hervorragend gelöst. Und jetzt hat sie sich den Bruder schon ein bisschen erarbeiten, erschließen können, auch wenn sie halt ein bisschen verwundert guckt. Ich glaube, da gibt es jetzt ganz viele Tipps und Tricks, die sich der Körper schnell merkt. Und im zweiten Go wird das schon viel, viel flüssiger aussehen. Also Mona hier auf einem guten Weg. So, und hier kam die Frage gerade im Chat. Das Spiel, genau, das ist das Pinch Battle. Gibt's auch in der Crimp-Variante. Aber Pinchen finde ich ein bisschen fingerfreundlicher. So, und dann gucken wir mal ganz kurz hier. Was gibt's denn? Der Top. Finde ich auch gut. Ohne Artikel. Gefällt mir auch. Tja, ich denke, so uneinig wie der Chat ist, sogar die Top ist mal mit dabei. Finde ich auch gut. Könnt ihr mir das nicht übel nehmen, wenn ich da einfach hin und her switche. Ist ja auch egal. Jetzt aber wieder Mona im Boulder Nummer 2. Gut unterwegs hier. Schöne Fußtechnik. Rechts wird das Volumen geheelhookt. Gut abgefangen. Sieht auch schon stabiler aus. Egal, die Füße kommen ein bisschen. Kann sie gut abfangen. Dafür ist der Stützer und der Crimp in der rechten Hand gut genug. Versucht jetzt hier die gleiche Variante. Und man sieht schon, es geht schon viel flüssiger. Also sie weiß, was sie machen muss. Nimmt jetzt hier auch mal den anderen Tritt. Ist auch so ein bisschen als ja, Fußwechsel gedacht von den Routenbauern gewesen. Und jetzt heißt es, sich hier auf diese gestackten Lapis-Volumes draufzuhängen, mit rechts gut anzuspannen. Und hier muss man jetzt gut aufstehen. Schwieriger Zug, hat sie wunderbar gelöst, bleibt ihr ganz nah an der Wand, kommt in den Untergriff ran. So, und jetzt nicht reinstützen in den Griff, sondern beide Hände an das obere Holzvolumen dran. Ja, ich denke, das zählt als Top. Wunderbar gemacht. Sehr gut gelöst. Ja, und da sehen wir die Leute hier rumstehen, stehen auf allen beiden Ebenen, sitzen noch oben auf den Blöcken drauf. Also hier wird gute Stimmung gemacht, gute Musik im Steinbock. Wir freuen uns immer sehr, im Steinbock zu Gast zu sein, nachdem wir beim letzten Mal in Erlangen waren, auch im Zirndorf schon mal mit dabei. Ein Riesendank an die Halle, an die Chefs hier. Und ich würde sagen, liebe Regie, wollen wir uns mal ganz kurz angucken, wo wir heute hier überhaupt sind. Viel Spaß! Guten Morgen, da sind wir wieder. Wie ihr seht, verpassen wir der Halle den letzten Schliff und dann kann es schon losgehen mit der Eröffnung. Wir freuen uns auf euren Besuch. So, und wir sehen Charlotte Schiefer in ihrem ersten Versuch am Damenboulder Nummer 2 gerade rangegangen an die Wand. Ja, also vielen Dank nochmal an den Steinbock hier in Nürnberg. Wunderschöne Halle, super freundlich. Und ja, wir freuen uns immer wieder sehr, in den Steinbock-Hallen zu Gast zu sein. Charlotte Schiefer jetzt hier kleine Probleme noch in der Startposition, wird sie auch gut lösen können, denke ich. So, kommt jetzt hier gut aus der Startposition raus, huckt nochmal, stabilisiert sich hier ein bisschen, yes, und dann kommt der linke Arm nicht zum Stützen, da reißt es sie vorher aus der Wand ein bisschen raus, hat noch 2,5 Minuten auf der Uhr, das sollte noch zu lösen sein.
die 17-jährige Abiturientin aus Aalen jetzt hier mit leichten Problemen nach der Startposition. Zwei Minuten sind um. Sie chalkt hier nochmal nach. Ja, das sah bei der Mona ziemlich gut und ziemlich locker aus, gerade hier in der Startsequenz. Aber Charlotte, auch Starterin bei deutschen Meisterschaften, also richtig gut dabei. Aber wirkt hier ein bisschen hoffnungslos im Finale. Jetzt nicht den Kopf hängen lassen. Der altbekannte Spruch aus dem Kletter- und Bouldersport. Der wichtigste Muskel ist das Gehirn. Und gerade in so einer Wettkampfsituation ist es manchmal nicht so leicht, gerade wenn man vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung gesammelt hat, dann hier doch einen klaren Kopf zu bewahren, sich nicht demotivieren zu lassen von so einem Fehlschlag. Charlotte hat auf jeden Fall die Technik und die Kraft und die Power, hier durchzuziehen. Und natürlich freuen wir uns auch über den Deutschlandcup, so jungen, starken Athletinnen und Athleten auch eine Wettkampffläche zu bieten, die sie verdient haben. So, noch 45 Sekunden auf der Uhr und Charlotte jetzt hier auf dem Weg zur Zone. Komm on, Charlotte, auf geht's. Auch bei der Bundesliga ansonsten immer sehr aktiv. Wie gesagt, ihr Bruder und sie waren letzte Woche erst, oder vor zwei Wochen erst, in Ingolstadt in der Schwerkraft-Bodehalle. Auch dort hängen die Routen noch drei Wochen lang. Dort könnt ihr gerne immer noch vorbeischauen und die Bundesliga-Routen probieren. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, dort hatte Charlotte auch 14 Bode getoppt, also ist wirklich da ganz vorne mit dabei, auch in der ersten Liga. Und darf jetzt hier nicht verzweifeln. Ja. Ein Bode hat sie noch, um nochmal Punkte zu sammeln. Hat jetzt hier ein bisschen Zeit, sich in der Isolation nochmal einen klaren Kopf zu verschaffen. Und da wünsche ich ihr auf jeden Fall einen sehr guten Go nochmal im Bode Nummer 3. Jetzt aber erstmal auch als Dritte ins Tagesfinale eingezogen. Gleichplatziert mit der Nastja Kobetz zusammen. Helene Wolf jetzt im Bode Nummer 2 bei den Damen. Ja, Helene aus den Deutschlandcups und auch aus dem Finale der Techniker-Bode-Bundesliga. Wirklich ein bekanntes Gesicht, hat auch letztes Jahr schon gut Punkte sammeln können. Oh, und auch sie purzelt hier etwas aus dem Start raus. Da merkt man aber, Helene ist erfahren, aktuell deutsche Meisterin und letztes Jahr bei der Bode-Bundesliga im Finale hat sie den dritten Platz geholt. Also auch eine absolute Favoritin in jedem Finale, in dem sie mit dabei ist. Und das ist auch immer, was man hier sieht bei ihr, auch immer nochmal eine gute Taktik, Technik von den Pros. Hier nochmal die Griffe ein bisschen zu putzen, denn ich darf im Finale im 4-Minuten internationalen Modus nicht zwischendurch mal in den Bode einsteigen, mal andere Griffe zwischendurch benutzen, mal antesten. Das ist während der normalen Session gar kein Problem. Jetzt im Finale darf das aber nicht gemacht werden, zählt direkt als zusätzlicher Versuch. Und dafür kann man ein bisschen die Bürste mit benutzen. Griffe putzen darf man nämlich und auch damit kann man ein bisschen Winkel, Neigungen der Griffe rausfinden, sich da mal so ein bisschen vortesten. Und die Zeit nutzen, diese kurzen Pausen und um mal kurz zu regenerieren, kommt jetzt gut raus. Jetzt ist sie gut mit dabei. Und löst es jetzt hier ein bisschen anders. Ja, den Stützer braucht sie überhaupt nicht. Unglaublich stark, Helene. Kommt hier gleich mit dem rechten Fuß rauf. Macht ein kleines Fußwechsel nochmal zurück. Jetzt hat sie den Bode richtig gelesen. Genau, fokussiert sich hier kurz gleich nach oben. Oh, das macht sie hervorragend. Geht hier nicht über rechts, sondern kann problemlos aufstehen. In dieser für sie sehr angenehmen Box. Helene, eine größere Athletin, wunderbar gelöst. Und ich glaube, sie ärgert sich dann ein bisschen, dass sie das nicht gleich im ersten Go gerissen hat. Könnten tatsächlich wertvolle Punkte sein, die ihr dadurch fehlen. Aber hier wirklich hervorragender Versuch. Das war eine absolute Machtdemonstration. Also richtig gut gemacht. Und während die letzte Minute abläuft, zeigen wir doch mal noch mal einen kleinen Clip. Was ist denn da schön kurz? Vielleicht Kletterretter oder so.
Und wer sich vor der großen Bestellung erstmal ein bisschen durchtesten möchte, der soll doch mal bei den Kickoffs vorbeikommen. Denn hier gibt es immer gratis Chalk und gratis Handcreme für euch von unserem Partner Kletterretter. Vielen Dank dafür, dass ihr weiter mit dabei seid und unsere hunderten Athleten und Athleten hier gut versorgt mit der entsprechenden Skincare, sodass sie auch im Deutschlandcup noch genug Haut auf den Fingern haben. Außerdem immer aktuell zu jedem Spieltag der Techniker Bodo Bundesliga, zu jedem Kickoff gibt es einen neuen Techniker Bodo Bundesliga Podcast. Produziert und gemacht von und mit Juliane Fritz vom Binweg Bodum Podcast. Wieder hervorragende Folge, dieses Mal mit dabei geht es um Kletterphysiotherapie und unser Yannick, der Hallenmoderator, ist auch mit zu hören, stellt sich ein bisschen vor. Also wenn ihr das Team der Liga noch ein bisschen besser kennenlernen wollt, dann hört doch gerne mal vorbei, überall da, wo es Podcasts gibt. Den Satz sage ich sehr gerne, der geht locker von der Zunge. Was auch locker von der Zunge geht, ist der Name Nastja Kobetz, die jetzt hier die Isolation verlässt. Das mit dem Timer wird nochmal ganz kurz korrigiert. Genau, 13 Sekunden Zeit laufen jetzt. Kann sich schon mal schön nah an den Boden ranstellen. Dann ist der Weg gleich nicht so weit, wenn sie sich umdrehen darf. In 5, 4, 3, 2, 1 und ab an die Wand mit Nastja. Hatte gerade schon ein hervorragend Go im ersten Damenbode, also den hier im ersten Versuch weggerissen, und es sah unglaublich entspannt bei ihr aus, wenn sie jetzt hier den Fokus bewahrt und nicht wie die Helene ein, zweimal aus der Startposition rauskippt, dann kann sie hier wirklich richtig, richtig gut Plätze und Punkte gut machen. Ja, kommt hier ganz entspannt in die Startposition rein, gar kein Problem. Was ist mit der Nastja los? Von einer anderen Welt. Richtig, richtig stark. Auch sie braucht hier nicht dieses Abstützen. Geht hier direkt hoch an die Zone. Kommt hoch mit dem Fuß. Wunderbare Fußposition. Dadurch wird es leichter aufzustehen. Auch sie muss sich hier nicht über rechts an dem Volumen hochziehen. Kommt direkt rein. Holt sich das Top ebenfalls im ersten Go und schiebt sich damit auf den ersten Platz im heutigen Deutschlandcup. Ja, grandios gelöst, wunderbar gemacht. Und damit haben wir nochmal 3 Minuten Zeit. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz aufs Gesamtranking. Das Ranking des heutigen Abends, genau. Und da sehen wir noch nicht ganz aktuell, also hier steht es nochmal, Anastasia, jetzt ist es aktuell, Nastja schiebt sich hier auf den ersten Platz, ja, 2 Tops in 2 Goes, also hervorragende Leistung, absolutes Weltklasseniveau, die ukrainische Nationalathletin hier ganz vorne mit dabei. Mit Daya immer fleißig am Austauschen in der Isolation, also hier auf jeden Fall absolut ukrainische Power bisher im Finale. Super stark, super schön, dass sie weiterhin mit dabei sind und ja, die Liga so wahrnehmen und den Deutschen hier doch Paroli bieten auf jeden Fall. Deutschlandcup, ja, Deutschland steht drauf, aber wir sind international und freuen uns auch über viele, viele internationale Starter und Starterinnen. Wen würdet ihr denn ganz gerne mal bei einem Deutschlandcup sehen? Welche internationalen Athleten und Athletinnen sollen wir denn mal ganz direkt anschreiben und einladen? Wen würdet ihr gerne mal mit dabei haben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wie auch alle weiteren Fragen. So, bevor es weitergeht im Damenbode Nummer 2, ne, alle Athletinnen brauchen gleich viel Pause, die wollen wir ihnen noch geben. Schauen wir uns doch nochmal einen ganz kleinen Clip an. Du bist mal wieder viel zu spät dran, mein Freund. Gefällt es dir? Oh, natürlich tue ich das. Länger, weiter, schneller? Dann brauchst du mich. Warum kommst du jetzt erst in den letzten 5 Minuten? Ist so genau. Hey, der nächste Workshop wartet. Immer besser für dich. We didn't need big budgets, big gyms, the big crowd, big news to become
a big sport. So, und auf dem Weg aus der Isolation die Treppe runter. Genau, na, sie wartet noch, da ist sie zu sehen. Die Daria Nesterenko. Genau, hier sehen wir nämlich noch die Zeit von der Nastja runterlaufen. Ne? Also wir haben schon gesagt, alle Athleten und Athletinnen haben das Recht auf gleich viel Pause. Deswegen laufen auch bei allen, selbst wenn der Top relativ früh kam, die 4 Minuten runter. So, und Daria auf jeden Fall auch gerade wieder richtig fit, hat ja immer mal wieder auch ein paar Fingerprobleme gehabt, aber hier gut durchs Ausgleichstraining doch weiter trainieren können. Bei ihr sieht man aktuell auf dem Instagram-Kanal sehr viel dynamisches Klettern aus dem Studio-Blog. Wird auf jeden Fall gut betreut von Erik Heldmann und Co. Und jetzt werden wir sehen, ob dieser Damenboulder Nummer 2 ihr auch liegt. Nimmt sich hier auf jeden Fall wieder Zeit für die Startposition. Ja, sie wird das sicherlich mitbekommen haben, dass hier die Nastja auch den zweiten Boulder im ersten Versuch durchgeht. Dementsprechend nimmt sie sich hier wirklich die Zeit. Und hier muss man wirklich sagen, unglaublich, wie die Mädels hier diesen rechten, was da ja gerade mit rechts greift. Das ist ein ganz abschüssiger kleiner Crimp. Also der ist auch noch fieserweise in die falsche Richtung geschraubt und trotzdem halten die das fest, können das zuschrauben. Also richtig, richtig stark. Daria wählt jetzt hier den tieferen Tritt. Damit wird es ein bisschen schwerer mit dem Aufstehen. Sie könnte aber hier auch über die rechte Kante gehen. Braucht sie nicht. Kann sich hier wirklich gut hochschieben. Auch eher eine größere Athletin. Und auch für Daria ist Damenboulder Nummer 2 gar kein Problem. Den holt sie sich hier im allerersten Go und zieht damit punktetechnisch erstmal gleich mit der Nastja momentan dennoch auf dem ersten Platz, da sie als, jetzt sage ich nichts Falsches, Zweitplatzierter eingezogen ist in den heutigen Deutschland Cup. So, jetzt auf dem ersten Platz. Genau, richtig, die Daria. Schöne Verteilung sehen wir hier bei den Damen. Also auch der zweite Boulder differenziert. Und jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, wie das der Lilly gelingen wird. Bisher haben wir viele Tops gesehen. Und bis auf Charlotte, die leider nicht aus der Startposition gut rausgekommen ist, nicht zeigen konnte, wie sie den Rest hätte lösen können. Sicherlich zu machen. Bisschen schade, dass sie das hier nicht auflösen konnte am Ende. Dafür differenziert es natürlich noch ein bisschen besser in der Tabelle. Und als letztes sind wir gespannt, wie die Lilly das Ganze lösen wird. Macht sich in der Isolation gerade bereit, zieht sich die Schuhe an, macht sich fertig. Freut sich, denke ich, auch. Ja, und da bin ich natürlich sehr gespannt, wie geht es einem da so in der Isolation. Also man kriegt es schon ein bisschen mit, Isolation jetzt direkt über der Wettkampfwand heute, also die Athletinnen bekommen das genau mit, cheert das Publikum schon im ersten Versuch oder dauert es ein bisschen länger. Die wissen auf jeden Fall ganz genau, was ihre Konkurrentinnen und Konkurrenten machen. Genau, macht sich hier ein bisschen bereit. Hat auf jeden Fall richtig Lust, also ich sehe sie lächelnd die Treppe runterlaufen. Mal gucken, ob ich sie mir nachher mal für ein Interview schnappen kann. Lilly Kieskin jetzt auf der Matte. 15 Sekunden Transition-Zeit laufen runter. Die haben die Athleten und Athletinnen Zeit, hier nochmal ein bisschen sich einzufinden, sich wohlzufühlen. Und in wenigen Sekunden ist es soweit. Jetzt geht es an die Wand. Ja, wir sehen es hier in der Kamera. Also die Leute sitzen wirklich dicht an dicht. Volle Bude hier im Steinbock in Nürnberg. Die Leute haben richtig Bock auf einen geilen Wettkampf. Tja, und die Lilly hat mir vorhin erzählt, so richtig international muss es gar nicht mehr sein, ist sehr, sehr stressig. Teilweise ein Druck, der ihr nicht ganz gefällt, aber uns freut natürlich, dass sie hier mit den Deutschlandcups eine Wettkampfheimat hat, bei der sie sich wohlfühlt, zu der sie gerne kommt. Und jetzt wünschen wir ihr das Beste im Damenboulder Nummer 2. Kommt hier gut raus aus der Startposition, also für sie auch kein Problem.
Ich denke, der Griff sollte auch keine Herausforderung sein für die Lilly. Und jetzt bin ich gespannt, wie sie es löst. Ebenfalls ohne den Abfanger hier. Kommt hier gut in die Zone rein, auch im ersten Go. Oh, und löst es hier mal ein bisschen anders. Geht jetzt sehr weit hoch, drückt sich raus. Kriegt dadurch gut den Fuß auf Solume, auf diesen kleinen winzigen Tritt da. Den abschüssigen. Kommt hier gut in diese Box rein, in den Untergriff. Und auch die Lilly holt das Top im ersten Go. So, das Publikum freut sich. Das Publikum freut sich über viele Tops, auf jeden Fall. Und ich denke, jetzt können wir auch relativ schnell mit den Herren loslegen. Der erste ist schon am Start. Unser Moderator, der Yannick, hat ihn aufgerufen. Jakob Schiefer jetzt wieder. Ah, muss ich doch noch mal kurz die Schuhe anziehen, sehe ich da gerade. Kann es bei den Herren gleich weitergehen, denn die haben jetzt lange genug Pause gehabt, mussten sich da gut warm halten auch. Ja, wenn man nacheinander bodert, optimal natürlich fürs Bild, man verpasst keine Sekunde. Dafür muss man sich in der Isolation auch gut warm halten. Die Athleten und Athletinnen haben hier ein paar Boder, an denen sie abhängen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch das gehört ja zur guten Wettkampfmentalität mit dazu. Nutzt für euch doch einfach die Zeit, um unseren Kanal zu abonnieren, vielleicht ein Like da zu lassen. Vielleicht schaffen wir ja heute noch die 9000 Abonnenten. Wenn ihr uns dabei helfen wollt, dann teilt doch auch gerne diesen Stream. Das hilft nicht nur mir persönlich, sondern auch der ganzen Liga. Aber ich freue mich dafür persönlich umso mehr. Außerdem, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Ideen oder einfach nur liebe Grüße bestellen wollt, schreibt es gerne in den Chat. Wir haben den mit im Blick und können da Julia und Danny nur zustimmen. Ja, das wäre natürlich mal eine Sache, die Janja Garnbrett hier im Deutschlandcup zu sehen. Aber jetzt erstmal Fokus auf Jakob Schiefer. Kommt hier erstmal entspannt aus der Startposition raus. Genau, hier heißt es Füße gut umsortieren. Fasst jetzt hier dieser rutschigen Sloper gut weg, ist für ihn relativ entspannt. Ja, das ist Jakobs Style, das liegt ihm gut und beobachtet mal seine Hüfte maximal nah an der Wand dran. Richtig, richtig saubere Technik hier und für ihn die zweite Hand am Top, gar kein Problem. Das ist der Flash für Jakob Schiefer im ersten Go. Und wir zeigen euch nochmal ganz kurz, wer uns dabei unterstützt, dieses Format hier aufzuziehen. Bis gleich. Thank you. Just doing our job, madam. Just doing our job. Was ist eigentlich gesund? Gesund? Gesund ist, den Schweinehund besiegen. Und dabei den Kopf freikriegen. An sich glauben. Und neue Stärken entdecken. Wichtige Punkte machen. Und es damit allen zeigen. Ausatmen. Und sich dabei selbst begegnen. Einfach mal gehen statt stehen. Und damit die Schrittzahl erhöhen. Das Gefühl, alles zu geben. Und dafür doppelt belohnt zu werden. Mit Gesundheit und TK Fit. Unserem Programm für ein gesundes Leben. Jetzt in der TK-App.
Haha, dann kann ich das nämlich selber steuern. So, und ich wollte mal ganz kurz zeigen, wo hier unsere Starterinnen und Starter aus dem Deutschlandcup aktuell stehen. Charlotte Schiefer aktuell auf dem 3. Platz im Gesamtranking, hat bisher 7 Stationen besucht und liegt damit nur ganz knapp hinter Anna Stumpf, ja, unsere jüngste Gewinnerin der 2. Liga, würde ich sagen. Also hat man die 2. Liga gewonnen, noch als 11-Jährige und ist jetzt auch als 16-Jährige ganz vorne mit dabei, kurz hinter Olivia Kistmacher, ebenfalls unglaublich starke Nachwuchsathletin, 13 Jahre mit 8 Stationen inzwischen. Und bevor wir uns die Herren im Gesamtranking angucken, schauen wir uns doch erstmal den Moritz an. In der Gesamtansicht. Moritz Welt als 5. hat er sich nach den Quali-Routen hier in den Deutschlandcup gekämpft. So, und für ihn auch. Startposition ist wirklich gar kein Problem. Der Allrounder hier aus der Region. Sehr viel auch am Seil draußen unterwegs. Und ja, seine Heimat hier wirklich, also seine absolute Bruderheimat hier im Steinbock, arbeitet hier auch als Rootsetter. Ist hier also selber aktiv mit dem Akkuschrauber in der Hand unterwegs, um für euch fantastische Routen an die Wand zu setzen. Aber das wollte er sich heute nicht nehmen lassen, hier selber, ja, ums Preisgeld kämpfen zu können. Und mir wurde schon verraten, also Moritz Welt und auch ja, der lokale Kollege Moritz Perwitschki, also bei jedem Wettkampf hier in der Region immer ganz vorne mit dabei, meistens auch auf dem Treppchen. So, und jetzt gucken wir mal, also im 2. Versuch kommt er jetzt hier erstmal an die Zone ran, ist hier super kontrolliert, richtig fokussiert, greift hier diese beiden Sloper an, Körperschwerpunkt ein bisschen weiter weg als beim Jakob gerade, schiebt sich jetzt schön an die Wand ran und ich denke auch für ihn wird das gar kein Problem sein. Ja, hier die Rootsetter haben auch nochmal ein bisschen getweakt, haben es auch nochmal ein kleines Ticken schwerer gemacht, als es ursprünglich geplant war. Für unser Routenbauteam natürlich eine, ja, große Herausforderung, jetzt hier das perfekte Finale für das Starterfeld zu schrauben, denn das Starterfeld ist vorher nicht bekannt. Also, wer genau am Ende im Deutschlandcup landen wird, wer mit dabei ist und um Punkte im Deutschlandcup-Gesamtranking und ein schönes Preisgeld natürlich auch versucht zu kämpfen, ja, wer das genau ist, das weiß man vorher immer nicht ganz genau. Wir versuchen immer gut abzufragen, viele Leute anzuschreiben, seid ihr mit dabei und da kommen auch immer gut Rückmeldungen. Diane hat sich zum Beispiel für die komplette Saison angekündigt, Lilly hatte Bescheid gesagt, aber so richtig weiß man es dann eben doch noch nicht, wer am Ende mit dabei sein wird. Das heißt, maximal schwerer Job für die Rootsetter und ja, ich denke, wir nehmen es ihnen nicht übel, wenn wir da heute mal ein paar Tops mehr sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und am Ende wird über die Versuche vielleicht differenziert. Auch das bildet, denke ich, die Leistung der Athleten und Athletinnen gut ab. Wie funktioniert das mit den Punkten eigentlich ganz genau hier? 3 Boulder gibt es für die Damen und Herren jeweils zu begehen. Und am Ende gewinnt derjenige Athlet mit den meisten Tops in den wenigsten Versuchen. Das heißt, im Optimalfall habe ich 3 Tops in nur 3 Versuchen. Haben mehrere Athleten gleich viele Tops gesammelt, hängt es als nächstes von den Versuchen zum Top ab. Danach, falls auch dies sich doppeln sollte, geht es um die Anzahl der Zonen und dann erst die Anzahl der Versuche zur Zone. Ganz am Ende, wenn es immer noch einen Gleichstand geben sollte, erst dann zählt das Ergebnis aus der Quali-Phase. Also hier viele Möglichkeiten zu differenzieren und selbst wenn es an der Boderwand hier vielleicht die ein oder andere Doppelung gibt, heißt das nicht, dass die Athleten trotzdem gut zeigen konnten, was sie leisten, denn ja, 15 Boder, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, sind hier vorher zu begehen. Der Großteil sicherlich für unsere Top-Athleten aus dem Deutschlandcup kein Problem. Also da sollten meistens in der Regel mindestens 10 Flashs drin sein, 10 getoppte Boder im ersten Versuch. Sollte für die meisten wirklich gut machbar sein.
Und dann gibt es aber immer noch mal die ein oder andere Herausforderung am Ende. Also da werden schon ein paar Stunden an der Wand verbracht. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Der Moritz heute auf jeden Fall auch schon in Weichen unterwegs gewesen. Dayan zum Beispiel kommt relativ früh immer vorbei. Also wenn man neben dem stehen möchte beim Bouldern, muss man schon vormittags mit am Start sein. Und der geht dann natürlich auch schnell durch. Aber ne, auch für ihn, da wird nicht immer alles geflasht. Hat auch heute nur 14 Tops aus der Quali geholt. Hat trotzdem für den ersten Platz gereicht. So, und jetzt schauen wir uns hier den Moritz Berwiczki an. Auf jeden Fall auch eine richtige Maschine, der hier super durchkommt durch den Boulder. Hier auch relativ entspannt aussieht. Na, hier muss er sich nochmal ein bisschen umsortieren, sucht nochmal eine kleine Hook-Variante mit dem rechten Fuß. Greift hier dann doch nochmal zurück an die Leiste, die ist ihm ein bisschen lieber. Aber zum Doppeln, und da rutscht er raus hier aus dieser Position, die vorher gut gelöst wurde von Jakob und Moritz Welt. Hat hier kleine Probleme mit dem Körpergewicht unter den Slopern zu bleiben. Das macht natürlich nochmal alles auf, was die Punkte angeht. Denn gerade bei so einem leichteren Boulder, der viele Begehungen sieht, da ist es ganz, ganz wichtig, so wenig Versuche wie möglich da reinstecken zu müssen. Also was er jetzt hier macht, der Moritz, ist genau richtig. Gut gucken, nochmal überlegen, sich vielleicht ein bisschen eine andere Taktik ausdenken. Genau, auch hier die Griffe nochmal ein bisschen antesten mit Hilfe der Bürste, das kann man machen. Sorgt auch nochmal für besseren Halt. Und ja, der macht das genau richtig, nimmt sich hier die Zeit, der weiß, der kann das schaffen. Und der wird auch innerhalb von 2 Minuten noch 2 Goes mindestens haben, wenn er es nicht gleich im nächsten Versuch schafft. So, und jetzt der Moritz wieder drin im Boulder. Ah, sieht hier schon ein bisschen weniger stabil aus als seine beiden Vorgänger. Hat hier auf jeden Fall leichte Probleme, in die Zone reinzukommen. Das verwundert mich ein bisschen, denn der ist richtig stark und hat voll Strom auf den Händen. Aber hier muss er sich nochmal gut umsortieren. Ah, da merkt man vielleicht doch, die 15 Quali-Boulder gehen nicht einfach so an einem vorbei. Weht jetzt hier nochmal die Variante mit der rechten Hand in der Leiste. Jetzt kommt er aber gut ran und die Füße bleiben stehen. Come on, Moritz. Auf geht's. Und jetzt holt er sich mit der linken Hand das Top. Zweite Hand dazu. Und da ist er nicht zufrieden mit seiner Performance. Gibt aber gar keinen Grund dafür, denn das war das Top im zweiten Go. Und auch das ist richtig, richtig wertvoll. Also auf jeden Fall wichtige Punkte hier. Und ich würde sagen, da schauen wir doch nochmal ganz kurz auf das aktuelle Ranking des Deutschlandcups. Im Chat wurde gefragt, wo findet man die Ergebnisse live? Tja, das ist exklusiv für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. So, Moritz. Ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich nochmal... Nee, lass das ruhig mal drin, da gucken wir nochmal nach. Vielleicht reden wir nachher ganz kurz mit den iPad-Judges, denn der Moritz Welt hat es vielleicht dann doch auch erst im zweiten Go gemacht. Kann sein, dass er hier aus der Startposition rausgefallen ist beim ersten Mal. Haben wir vielleicht verpasst. Ist aber kein Problem damit. Moritz Perwiczki aktuell auf dem zweiten Platz. Und Jakob Schiefer mit seinem Flash aktuell auf dem ersten. Wir sind sehr gespannt, ob jetzt vielleicht der Jonathan Papadopoulos sich die ersten Punkte im Stream holen kann. Im Stream, den gucken wir gerade, im Deutschlandcup holen kann. So, Jonathan im Boulder Nummer 2 jetzt hier
Ja, das sieht ganz locker und entspannt aus. Macht es hier ein bisschen dynamisch. Schöne Variante, aber vielleicht nicht unbedingt die sicherste Variante, um hier den ersten Go zu begehen. Kann aber gut sein, dass das für ihn schön kraftsparend ist. Na, man spart sich vielleicht ein bisschen die Spannung oder den Griff abzuhalten, wenn man hier ein bisschen dynamischer reinkommt. Zack. Ja, aber dann muss man es auch halten, Jonathan. Vielleicht wäre es hier die richtige Variante, doch nochmal eine andere Lösung zu suchen. Andererseits natürlich auch spektakulär für uns, wenn er das so noch hinbekommt. Seine Vorgänger bisher eher in der statischen Variante, Fuß hochgestellt, links reingestützt. Jetzt versucht das hier auch nochmal ein bisschen anders zu lösen. Jawohl, aber fühlt sich hier in dem Stütz leider nicht so wohl. Tritt jetzt hier nochmal ganz hoch, rechts aufs Volumen, genau, und kommt dadurch statisch in diesen Griff rein, in diesen, ja, nicht schlecht, aber sehr seitlich hängend und stark im Überhang drin, also nicht leicht, ihn hier einfach so wegzuhalten, kommt gut in die Zone hier rein, holt sich damit die ersten Punkte im Bodo Nummer 2, setzt die Füße nach, ja, und ab hier sieht das aus wie einstudiert. Richtig sauber, geht hier an den zweiten Slober, kreuzt er unten drunter durch. Richtig schöne Variante, fängt hier mit rechts nochmal ab, geht dynamisch ins Top rein und holt sich damit die ersten Punkte. Nicht ganz im ersten Go, das war jetzt, glaube ich, der dritte Go, wenn ich mir richtig mitgezählt habe. Aber schön gelöst auf jeden Fall. Und danke nach Jena, hier wird mir zugestimmt, der Moritz Welt ist einmal rausgefallen im Start. Tja, und liebe Grüße an den Philipp Klesen. Ich glaube, um rauszufinden, ob man den Techniker Bodo Bundesliga Podcast empfehlen kann, lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören und sich selbst davon zu überzeugen. Mir gefällt er und am liebsten höre ich den immer auf dem Weg zu den Spieltagen der Liga. Und bevor es weitergeht mit dem Zweitplatzierten, würde ich sagen, gucken wir uns doch nochmal einen ganz kleinen Clip an, oder? Bis gleich. Du bist mal wieder viel zu spät dran, mein Freund. Gefällt es dir? Oh, natürlich tue ich das. Länger, weiter, schneller. Dann brauchst du mich. Warum kommst du jetzt erst in den nächsten 5 Minuten? Ist so der nächste Workshop wartet. Immer besser für dich. Die Techniker. Und damit zurück im Steinbock. Frage an euch da draußen, was macht ihr am 22. Juni? Es ist ja klar, was ihr da macht, hoffe ich. Und falls ihr doch noch nichts zu tun habt oder noch nichts im Kalender stehen habt, dann kommt doch einfach nach Osnabrück, denn dort wird am 22. Juni das Finale der Techniker Bodo Bundesliga 23/24 stattfinden. An der spektakulären Außenwand, wie auch schon die letzten beiden Jahre in Jena. Dieses Jahr geht es nach Osnabrück. Wir freuen uns sehr über diesen neuen Standort, sind sehr gespannt und möchten euch ganz, ganz herzlich einladen, ein fantastisches Finale gemeinsam mit uns zu genießen. Und die besten Athleten und Athletinnen der Techniker Bodo Bundesliga anzufeuern in der Qualifikation, alle drei Ligen. Wenn es klappt, sogar mit einem Halbfinale für die erste Liga und dann das Finale am 22. für die erste und die zweite Liga. Bis dahin schauen wir uns doch mal den Serge hier an. Und der kommt hier auch relativ entspannt aus der Startposition raus. Für ihn jetzt aber hier, da muss er gut Druck aufbauen auf dem linken Arm. Sehr großer Athlet. Über 1,90 und da ist es schwierig, in so einer Box drin zu stehen, sich da rauszupressen. Hat er aber fantastisch lösen können. Schön den linken Fuß rausgestellt an die Wand. Guter Fußwechsel jetzt hier. Kann das sehr gut abhängen. Bringt sein Körpergewicht schön unter die Wand. Da rutscht aber der Fuß, den er interessanterweise auf die Zone gesetzt hat. Ja, auch das für den Sergej
gar kein Problem. War am Anfang des Jahres auch ein bisschen verletzt an den Fingern, aber konnte sich gut erholen, hat mir vorhin noch vor dem Wettkampf gesagt, ist gerade wieder richtig fit, sehr, sehr motiviert. Und da kann sich der Jan auf jeden Fall auf harte Konkurrenz einstellen. Ja, der Sergej hat jetzt auch leicht mit dem Kopf geschüttelt. Ich denke, die Athleten und Athletinnen, die freuen sich natürlich auch über harte Boulder, an denen hart projektiert werden muss und es nicht immer nur auf den Flashco ankommt. Also die freuen sich natürlich auch, wenn hier wirklich maximal alles gegeben werden muss. Aber so ist es manchmal. Es gibt auch mal einen leichteren Boulder zwischendurch. Ist aber kein Problem. Und vielleicht gefällt das ja sogar dem einen oder anderen, wenn ihr auf leichte Boulder steht, schwere Boulder steht. Hauptsache Boulder, die extrem geil sind. Dann solltet ihr auf jeden Fall
tick-tack, tick-tack. Du bist mal wieder viel zu spät dran, mein Freund. Gefällt es dir? Oh, natürlich tue ich das. Länger, weiter, schneller. Dann brauchst du mich. Warum kommst du jetzt erst in den letzten 5 Minuten? Es ist so okay, der nächste Workshop wartet. So, und der Ton ist wieder da. Das freut uns. Danke an den lieben 5-Systemfehler. Das freut mich. Liebe Grüße an Hinz und Kunz. Und jetzt Fokus auf Damenbode Nummer 3. Ja, wir haben es gehört vorhin bei der Bode-Besichtigung. Übrigens, wenn ihr die Bode euch nochmal genauer angucken wollt, dann schaut doch einfach mal bei unserer Webseite vorbei. Gibt es den 3D-Rundgang nämlich dazu. So, hier die Damen. Aus einer Leichenplatte geht es in einen gleichen Überhang mit sehr, sehr, sehr kräftigen Zügen. Und dann schauen wir uns auch noch den Jakob an. Jetzt hier wieder 2 Athleten zur gleichen Zeit an der Wand. Und Bode Nummer 3 bei den Herren wurde uns mitgeteilt. Das ist ja offensichtlich, was man da machen muss. Offensichtlich weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall extrem spannend. Geht es jetzt hier in den Übergang rein für den Jakob, hat hier ein bisschen Probleme und ich glaube auf jeden Fall, oder was heißt, ich glaube, man sieht's, Bode Nummer 3 wird die Athleten vor größere Probleme stellen als Bode Nummer 2. Gleiches gilt wahrscheinlich auch für die Damen. Mona hier auf jeden Fall stabil in der Startposition, also kommt gut erstmal in den Bode rein. Und dann gibt es diesen Schritt hier rüber, für sie sehr, sehr weit. Man sieht nochmal auf dem rechten der drei weißen 360-Griffe direkt angeordnet. Da gibt es nochmal so einen ganz, ganz kleinen winzigen Spax-Tritt. Also nur mit einer Spax-Schraube, nicht viel größer als so ein Schraubkopf. Da ist nochmal ein ganz kleines bisschen was draufgeschraubt, wo man ja gut drauf stehen muss. Das rechte Bein weit rausstrecken muss und in einen unangenehmen Seitgriff reinfällt. Den muss man dann gut festhalten, bevor man seine Füße umpositionieren kann. Wahrscheinlich sogar noch doppeln den Griff. So, jetzt hier im zweiten Go, also im zweiten Versuch dort oben viel, viel besser gelöst. Findet hier den versteckten Tritt auch ebenfalls super stabil. So. Und jetzt wird es nochmal fies. Hier muss man sich weit rausschieben. Das macht die Mona richtig klasse. Oh, und versucht es hier abzufangen einfach. Dynamisch in den leichten Untergriff reinzugehen. Also leicht untergriffig. Ist natürlich extrem harter Zug trotzdem. Um das dann mit der linken Hand abzufangen. Auf jeden Fall richtig starker Versuch von der Mona. Hat jetzt hier noch 1 Minute Zeit. Und der Jakob, der struggelt jetzt ein bisschen mit dabei. Für ihn sicherlich sehr ärgerlich nach den wenigen Punkten, die man im zweiten Bode gut machen konnte, was er hervorragend gelöst hatte gleich im ersten Go. Jetzt doch wieder hier sehr, sehr fordernder Start für ihn. Kommt hier leider nicht so richtig in den Bode rein. So, jetzt nochmal konzentriert bleiben.
Bei Mona sieht man, ja, die Bewegung ist jetzt einstudiert und wurde mir vorhin auch verraten, diesen Tritt, wo sie gerade mit rechts steht, unten drunter, den sieht man von dort oben auch nicht. Jetzt kommt sie hier gut rein, holt sie sich jetzt das Top. Oh, unglaublich flexibel hier und da muss man sich gut reinstützen in den letzten Sekunden. 9! 5 Sekunden noch auf der Uhr, das stresst natürlich leicht. Schade, dass sie sich hier diese Punkte nicht holen konnte. Auf jeden Fall unglaublich starker Versuch. Enorme Flexibilität legt sie hier an den Tag. Und wir werden sehen, ob dieser Top haltbar ist von unseren nächsten Athletinnen. Jetzt auf der Fläche. Hier sehen wir nochmal ganz kurz erstmal diese Slow-Mo. Ja, unglaublich, wie flexibel die Mona hier ist. Kommt hier eigentlich gut, kriegt das Körpergewicht gut an die Wand rangebracht, aber schafft es dann nicht ganz, hier den Druck vielleicht vom linken Fuß wegzunehmen. Ach, schade. Ja, und ist dann ein bisschen weit weg von der Wand beim Griff hoch. Jetzt Charlotte Schiefer auch wieder hier bei dieser Bewegung mit dem rechten Fuß gegen das Volumen. Mona konnte da links noch ein bisschen stehen. Vielleicht wird Charlotte das auch gelingen. Und unser Local Hero Moritz Welt, auch er mit leichten Problemen hier in der Startposition. Da wurde mir von den Routenbauern aber verraten, das sollte für den Moritz auf jeden Fall gut machbar sein. Er ist ein, ja, Mono-Spezialist. Die beiden Moritze, wurde mir gesagt, Mono-Spezialisten. Mono heißt, man hat nur einen Finger in einem Griff drin, so einem kleinen Loch. Wir sehen das, dieses kleine verlorene Griffchen hier zwischen den großen Makros. Dort passt nur ein einziger Finger rein und wir werden hoffentlich noch sehen, wie die Athleten sich trotz dieser Schwierigkeit hier den Boden hochkämpfen. Charlotte jetzt wieder kurz vorm Sprung. Sah schon deutlich besser aus als der Versuch davor. Moritz jetzt auch aus der Startposition raus, presst sich jetzt hier zwischen Makro und Volumen. Und ja, wird er es schaffen, geht hier zuerst mit links rein und jetzt kommt der, hoffentlich, ich bin gespannt, der sogenannte Houdini-Switch, habe ich gehört. Das heißt, ich muss versuchen, da meinen zweiten Finger reinzubekommen, aber da passt eben nur einer rein. Das heißt, die linke Hand muss ganz kurz rausgezogen werden und ganz schnell die rechte Hand wieder reingesteckt werden. Also sehr, sehr komplex, sehr, sehr schwierig. Aber Moritz weiß jetzt, wie es geht. Und Charlotte hier gerade mit einem schönen Versuch sehr hoch angekommen. In diesem slopigen Seitgriff konnte den Fuß hier gut stellen. Also das ist auf jeden Fall noch drin. Während Moritz leider wieder mit der Startposition ein bisschen Probleme hat. Aber er weiß jetzt, wie es geht und wird das sicherlich noch lösen können. So, Moritz wieder. Unglaublich stark. Ja, er versucht hier. Yes, und das ist der Houdini-Switch. Wunderbar gelöst. Rechten Finger pistolenmäßig angelegt und direkt reinlegt. Eieieiei. Hier nochmal einen kleinen Paddle-Move eingeschoben. Jetzt sind noch 40 Sekunden auf der Uhr. Das könnte reichen, aber da muss er jetzt gut durchkommen durch diesen Boulder. Und die Startposition wird nicht leichter. No! Und damit sagt er, das war's für mich. Goodbye Nürnberg. Auf jeden Fall richtig starke Leistung hier von Moritz. Diesen Houdini-Switch wunderbar gelöst. Auch den Paddle, ja, gut angesetzt. Und dann hat es leider ein bisschen an Spannung gefehlt. Und die Charlotte, die ist richtig motiviert. Die will sich jetzt hier wenigstens noch die Zone holen. In den letzten Sekunden am letzten Damenboulder. Ja, aber das wird sehr, sehr knapp. Nein, das reicht nicht mehr. Charlotte Schiefer. Auf jeden Fall eine tolle Leistung.
Und ich denke, das war für alle Athletinnen und auch die Athleten, ist das sicherlich kein leichtes Finale. Relativ easygoing Boulder Nummer 2, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Und dann wird es im Boulder Nummer 3 wieder richtig, richtig hart. Und wir sind gespannt, wie Helene und Moritz Perwitschki jetzt diesen dritten Boulder lösen. Helene unglaublich fähig aus Berlin. Kriegt jetzt hier nochmal kurz anderes Licht. Das war sicherlich nicht Absicht. Au, und hier schon, aber gute Position. Körperschwerpunkt vielleicht noch nicht weit genug rechts. Aber schon hoch angekommen hier in diesem Griff. Also das wird sie sicherlich gut lösen können. Im Bertha-Block in Berlin häufig anzutreffen. Viel mit dem Fabi-Pensel zum Beispiel unterwegs, der für die Helene extra Routen baut. Und wunderbares Training ermöglicht. So, jetzt wieder hier. Und da sieht man auch nochmal diesen ganz, ganz kleinen blauen Spacks. Da wird einmal durchgetreten, da nochmal Fuß gewechselt. Ja, ist natürlich deutlich instabilere Variante, wenn man hier mit dem linken Fuß drauf tritt. Helene versucht es einmal mit Länge, das wegzuspannen. Auf jeden Fall sehr, sehr schwierig durch diesen ja nur auf einer Seite beschichteten Griff. Sogenannte Dual-Tex-Griffe. Und in dem Fall hier auf der linken Seite super, super rutschig. Also da gut Druck drauf zu bekommen, ist extrem schwierig. Hallo in die Kamera. Da guckt aber einer schön. Ja, dankeschön. Kein Problem. Helene trotzdem weiterhin im Bild. Und der... Ja, während Daya sich oben weiter warm macht, ist der Moritz hier noch ein bisschen am struggeln. Auch er sollte mit dem Mono eigentlich kein Problem haben, ist ihm nur zu wünschen, auch noch dorthin zu kommen. Jetzt ist Helene erstmal auf dem Weg zur Zone, findet hier wunderbar den versteckten Tritt. Aus ihrer Position nicht gut zu sehen, kommt hier gut raus. Eia, da rutscht der linke Fuß ein bisschen, der muss hoch an die Wand gestellt werden. Yes. Zeigt ihr auch ihre Flexibilität, kann es hier wunderbar statisch lösen. So, und jetzt sind wir gespannt. Sehen wir jetzt hier das Top. Geht mit der rechten Hand hoch. So ist es, glaube ich, nicht gedacht. Aber die Helene ist da sicherlich auch mal für eine Überraschung zu haben. Ei, auch interessante Variante hier mit links unten und rechts in diesen Untergriff reinzuhucken. Dadurch nicht so weit im Spagat drin wie vorhin die Mona. Aber... das sah nicht ganz so stabil aus am Top, also vielleicht wird sie sich hier nochmal für die letzten Zentimeter ein bisschen andere Variante suchen. Auf jeden Fall ist dieser Top für Helene absolut machbar, auch wenn nur noch eine Minute auf der Uhr ist. Also jetzt wird es nochmal richtig spannend und es geht hier ums Treppchen, auch für Helene aktuell, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch auf dem vierten Platz. So, und der Moritz wieder aus dem Start raus. Auch ihm wäre es jetzt zu wünschen, ein bisschen weiterzukommen. Die letzten Sekunden auf der Uhr jetzt. Und für den Moritz wäre ja immerhin auch die Zone wirklich noch sehr, sehr wünschenswert, wären wichtige Punkte. Hier hat sich Helene inzwischen geholt und jetzt wird es tatsächlich knapp. Also kommt hier wieder gut in den Seitgriff rein. Muss jetzt hier aber sehr schnell durch diese komplexe Sequenz durchgehen. Kann sie gut und jetzt wird es nochmal richtig spannend. Letzten Sekunden. Noch 7 Sekunden auf der Uhr. Jetzt mit dem halben Spagat. Kann sich reinpressen und nein, das gibt es doch gar nicht. In den letzten Sekunden. Das sah so stabil aus zuerst und dann doch nochmal abgerutscht. Ach Mensch, Helene ärgert sich. Schade, schade, schade. Also kein Top an Boulder Nummer 3 bisher. Und ich bin sehr gespannt, wie viele Athletinnen und Athleten hier dann direkt im Anschluss dann nochmal an die Wand gehen werden. Und zeigen, dass sie das hier durchaus rudern können. Jetzt ja Nastja Kubetz bisher mit einer unglaublichen Leistung, also enorme Stärke, die sie hier an den Tag legt. Und Jonathan Papadopoulos, ist das sein Boulder, ist das der Boulder, mit dem er sich auf
das Treppchen schieben kann. Startposition korrekt eingenommen. Hier hat man gesehen, der linke Fuß berührt nochmal ganz kurz den Startgriff. Hier muss er den Schiedsrichtern einmal zeigen, dass er die Startposition stabil eingenommen hat. Müssen jetzt keine 3 Sekunden sein, aber es muss schon ersichtlich sein. Ah ja, der Junge kann das halt. So, und Nastja jetzt in ihrem ersten Versuch. Gut aus der Startposition rausgekommen. Ja, und auch das sah schon ziemlich stark aus. Das ist auf jeden Fall der Flashkiller in diesem Boulder, selbst wenn einem der Rest leicht fallen sollte, diesen koordinativen Move hinzubekommen. Da haben die Rootsetter sich sicherlich drauf verlassen, dass die Athletinnen und Athleten da ein bisschen Versuche reinstecken werden. Ja, auch der Jonathan rutscht jetzt ein bisschen aus der Wand raus, Körperschwerpunkt nicht ganz optimal, nicht nah genug an der Wand ran. Kriegt er aber sicherlich noch gelöst. So, und Nastja jetzt hier wieder kurz vorm Sprung. Da bin ich gespannt. Das sah schon ziemlich gut aus. Ja, schade. Sie arbeitet sich weiter heran. Das hätte es auf jeden Fall schon fast sein können. Macht jetzt hier erstmal ein bisschen Pause. Konnte in den ersten beiden Routen auf jeden Fall schon gut Punkte sammeln. Vielleicht können wir das Ranking zwischendurch mal ganz kurz noch mit einblenden. Aktuell auf dem ersten Platz noch Helene Wolf mit einer Zone mehr. Aber ich bin da ziemlich sicher, dass die Nastja sich auch diese Zone noch holen wird. Vielleicht sogar das Top. Das wäre auf jeden Fall für sie der aktuell erste Platz. Also hier geht es nicht nur um gute Preisgelder. 1500 Euro für die Erstplatzierte, 1000 für den zweiten Platz, 500 für den dritten und 100 für 4, 5, 6. Sondern auch um wertvolle Punkte im Deutschland Cup Gesamtranking. Da möchte Daria natürlich ganz oben bleiben, aber Nastja hat hier die Chance aufzuholen und ranzukommen. Also das könnte jetzt hier ihr Weg zum ersten Platz sein. Super stabil hier erstmal drin in dieser Sequenz. Und wie wird Nastja das lösen? Jetzt wird es spannend. Und auch bei den Herren, der Jonathan jetzt hier im Mono drin. Konnte hier die Hand gut wechseln. Nastja jetzt am Top, hat hier auch Probleme. Aber Zeit auf der Uhr. Jonathan den Paddle wunderschön abgefangen. Was geht hier auf einmal vor sich? Unglaublich, der Jonathan hier. Ganz stabil, wirklich diesen slopigen Griff abgefangen. Kann jetzt hier gut nochmal nachchalken. Schöne Pausenposition für ihn. Ja, und hier der rechte Fuß, man hat es gesehen, rutscht da so ein bisschen über den Griff. Der wurde nochmal ein bisschen abgeklebt und rutschiger gemacht. Und Jonathan holt sich hier das Top in Boulder Nummer 3. Ganz, ganz wichtige Punkte. Nastja jetzt mit den letzten 30 Sekunden. Und das ist wirklich super spannend hier, denn sie hat die Möglichkeit, sich hier gut abzusetzen und die Daria extrem unter Druck zu setzen. Kommt wunderbar durch, jetzt durch diesen Sprung. Auch durch die nächste Sequenz sehr gut in den Untergriff rein. Und jetzt kann sie diesen Top halten. Bisschen kürzer auf jeden Fall, also was heißt bisschen, deutlich kürzer als die Daria. Versucht hier mal mit einem Toehook auf der linken Seite, aber findet nicht die richtige Position. Eieiei, kommt mit der Hand nicht am Körper vorbei. Nein! Und die letzten Sekunden abgelaufen. Unglaublich starker Versuch hier von der Nastja. Puh. Also, jetzt wird es nochmal richtig spannend, wenn Daria diesen Boulder toppen kann. Macht sie den Sack zu. Schauen wir doch nochmal ganz kurz aufs Ranking. Aktuell also Nastja auf dem ersten Platz. Aber sowohl Daria als auch Lilly mit der Chance hier noch an der Nastja vorbeizuziehen. Jonathan hat sich jetzt mit diesem Top, diesem ja wirklich verdienten Top, auf den zweiten Platz geschoben. Richtig starke Leistung. Jan immer noch vor ihm, also den konnte er nicht mehr einholen. Jan wird sich hier eventuell das sogar holen. Andererseits kann das Hergehen natürlich noch nachziehen, sollte Jan das nicht schaffen. Jetzt Fokus auf die Daria. So, ihr reicht auf jeden Fall das Top für mindestens den zweiten Platz.
Und ja, wenn der Serge hier in ganz wenigen Versuchen diesen Bode hochkommt und der Jan das am Ende nicht schaffen sollte, könnte sich der Serge sogar noch auf den ersten Platz schieben. Also auch hier ist es noch offen bis zum Ende. So, und wir hören es aus der Halle. Also da ja die aktuell führende im Deutschlandcup-Gesamtranking auf jeden Fall hier auf dem besten Weg, diese Führung auszubauen. Super in Form gerade. Na, hier sehen wir es bei ihr mit dem linken Fuß vorne. Also hier werden die Füße überkreuzt. Für Daria wunderbare Variante, um hier ganz, ganz stabil drin zu bleiben im Boden. Rechten Fuß, ausweise Volumen, findet den versteckten Tritt. Richtig stark gelöst. Zeigt hier ihre enorme Flexibilität. Rutscht leider raus. So, und wir sehen den Serge. Der hat hier reingekreuzt und das ohne den Houdini-Switch gelöst. Auf jeden Fall schon die Zone für Serge. So, und da hatten die Roots ein bisschen Angst vor, dass hier einfach weggehuckt wird. Aber dafür ist dann nochmal ein bisschen Panzertape aufs Volumen, auf den Makro draufgekommen. Ja, und dadurch wird es nämlich ziemlich rutschig. Also hier hatte der Jonathan Papadopoulos mit der Pedal-Variante, mit dem Weiterleiter schon auf jeden Fall eine sehr stabile Lösung gehabt. Für einen Serge auf jeden Fall gut machbar, gerade enorm in Form, super stark. Und jetzt Daria auf dem Weg zum Top. Jawohl, soweit war sie bisher noch nicht. Neuer Highpoint für die aktuell Deutschlandcup-Gesamtlistenführende. Und schönes Dropknee jetzt hier mit dem linken Bein. Noch mal andere Variante. Und das ist das Top in Bode Nummer 3 für die Damen. Zum ersten Mal in diesem Deutschlandcup wird Bode Nummer 3 bei den Damen getoppt. Hervorragend gelöst. Richtig, richtig stark. Und das sind für die Daria wertvolle Punkte. Voller Fokus jetzt auf den Jonathan. Der kann sich nämlich immer noch den ersten Platz holen. Hier sehen wir es nochmal bei der Daria. Ja, und hier vielleicht die Länge tatsächlich ein kleiner Vorteil für sie. Kann dadurch mehr Druck in diesen dieses untergriffige Top stecken. Ei, und hier rutscht das Serge ein bisschen raus. Ärgerlich, wenn man die Sequenzen danach doch schon erfolgreich lösen konnte. Und dann doch wieder der Start einen vor Probleme setzt. Ja, man sieht hier auch eine schöne andere Variante wieder. Als gerade noch beim Jonathan für die Startposition. Und das ist richtig Druck jetzt für den Serge. Der will natürlich auch diese Punkte, ne? Und das Preisgeld mit nach Hause nehmen. So. Und rutscht hier wieder raus aus diesem Stützer. Schade für ihn. 15 Sekunden auf der Uhr. Das wird nicht ganz reichen. Aber der hat Bock. Das ist natürlich auch schön zu sehen. Also die Athleten haben auch Lust hier auf die Boder. Wollen das gerne machen. Machen mit bis zum Ende, geben alles. Richtig schöner Versuch. Dennoch andere Variante gesehen, als wir das vorher getan haben. Super Leistung vom Serge. Serge oder Serhi? Ich habe ihn vorher gefragt. Geht beides. Family sagt eher Serhi. Aber die Deutschen dürfen gerne Serge sagen, hat er gesagt. So, und jetzt schauen wir noch ein letztes Mal auf das aktuelle Ranking, bevor es final ist, würde ich sagen. Können wir das nochmal ganz kurz an der Seite einblenden? Sehr gut. Lilly sehen wir gleich wieder. Aktuell auf dem vierten Platz, kann sich jetzt aber mit dem Flash auf den ersten Platz schieben. Und Jan, schon sicher, der darf jetzt den Sack nochmal zumachen. Danke fürs Ranking. Guck mal, auch die Lilly im Bild müsste jetzt hier wirklich im allerersten Go durchgehen. Ob sie jetzt genau ein oder zwei oder drei Goes braucht, ob sie das weiß, kann ich schlecht einschätzen, aber es ist so, und sie nimmt sich hier auf jeden Fall die Zeit, die sie sich auch nehmen sollte. Yes, und wir sehen den Jan hier nochmal mit einer interessanten Variante im Start. Lilly kommt auf jeden Fall gut in den Bode rein. Ähnlich wie Daria hier mit links durchgetreten. Und jawohl, jawohl, da kommt sie im ersten Go direkt in die Zone rein. Unglaublich stark. Richtig gut hier im ersten Versuch in diese Sequenz reinzukommen. Jetzt wird es spannend am Top. Jawohl, sie ist die Erste, die das im Flash-Go löst.
Unglaublich. Und den Jan. Jetzt haben wir ihn fast verpasst. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich hoffe, wir haben noch ein Replay davon. Der holt sich jetzt auch unglaublich entspannt das Top. Ich denke, die Funken sind verdient. Was für ein spannender Showdown nochmal am Ende dieses Deutschland-Cups. Lass uns kurz aufs Ranking gucken. Und damit sehen wir tatsächlich, Lilly unglaublich hat sich hier mit ihrem Flash im letzten Boulder nochmal ganz, ganz, ganz knapp vor die Daria geschoben. Auf dem zweiten Platz und Nastja Kobetz, also zweimal Ukraine auf dem Podium bei den Damen. Hervorragend gemacht, richtig, richtig stark bei den Herren. Jan Hoja, Jonathan Papadopoulos auf dem zweiten Platz gelandet, das wird ihn freuen. Und Sergej Topischko auf dem Platz Nummer 3 mit dem Flash im zweiten Boulder. Wir machen gleich weiter mit der Siegerehrung. Bleibt doch so lange noch ganz kurz mit dran und feuert unsere Athleten und Athletinnen an. Außerdem gibt es auch nochmal ein kurzes Interview mit den Gewinnern. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Wir sehen uns gleich wieder. Seit 17 Jahren Deutschlands beste Krankenkasse. Und auch in Zukunft gilt, immer besser. Für dich, die Techniker. He's in there. Thank you. Just doing our job, madam. Just doing our job. We didn't need big budgets, big gyms, the big crowd, big news to become a big sport.
vor. Und ich befinde mich jetzt mit dem Handmikro in der Wettkampfarena hier und schlänge mich mal kurz durch das Publikum. Ja, denn einen Blick auf die Gewinner und Gewinnerinnen legen möchte ich auch noch. Also, wir hatten hier ein, ja, doch fantastisches Finale erlebt. Bode Nummer 2 sicherlich nicht ganz optimal aufgegangen, aber ich denke, mit dieser tollen Performance im dritten Bode konnte das nochmal gut gemacht werden. Jetzt, ja, wirklich verdient, mit großem Abstand auf dem ersten Platz Jan Hoyer, schon nach dem zweiten Bode, also vor seinem letzten Go. Im Boulder Nummer 3 war klar, Jan wird hier die 1.500 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen. Absolut verdient. Hat hier wirklich demonstriert, was für eine Macht in diesen Armen drinstecken. Aber auch von den anderen Athleten natürlich hervorragend gelöst. Und wir sind gespannt, wer auch die nächsten Cups noch mit dabei bleiben wird. Dabei sein wird, vielleicht noch ein paar Punkte im Gesamt-Deutschland-Cup-Ranking sammelt. Und nach der Siegerehrung der Damen schnappe ich mir auch noch mal ganz kurz die beiden Erstplatzierten. Also, da möchte ich natürlich gerne wissen, wie es denen jetzt so geht. Auf dem sechsten Platz Charlotte Schiefer. Wunderbar gemacht, die Ausnahmeathletin. Die junge Frau wird hier auch in der Liga noch richtig groß performen und wir freuen uns auch, sie spätestens beim Finale wiederzusehen. Und ja, liebe Charlotte, viel Erfolg, falls du das nachhörst, bei den anstehenden Abi-Prüfungen. Abi-Prüfung kurz vorm Finale der Liga, hat sie mir vorhin erzählt. Also wird spannend auf jeden Fall, spannende Lebensphase. Und ja, jetzt kann sie erstmal die Helene drücken. Helene Wolf auf dem fünften Platz. Ja, ob sie damit so zufrieden sein wird, kann ich nicht so ganz genau sagen. Ah ne, auf dem vierten Platz, sorry, da habe ich mich geirrt. Da musste wahrscheinlich jemand schon mal ganz kurz weg. Ja, und auch unglaublich starke Performance jetzt hier von der drittplatzierten Nastja Kobitz. Hat wirklich im Boulder Nummer 1 und 2 gezeigt, was in ihr steckt. Ein Riesenpotenzial. Im Boulder Nummer 3 ein paar Versuche zu viel gebraucht, beziehungsweise am Ende dann doch mit dem Top gestruggelt. Hat also nicht ganz gereicht, aber dritter Platz, 500 Euro und einen schönen Pokal kann sie mitnehmen. Richtig verdient und ich freue mich, sie auch demnächst wieder bei den Deutschlandcups begrüßen zu können. Und wie immer mit der ukrainischen Flagge um die Schultern. Sie kann stolz auf sich sein. Schiebt sich damit wieder ein bisschen weiter von der Helene weg im Deutschlandcup-Gesamtranking mit ihrem zweiten Platz. Ja, und die Erstplatzierte, Lilly Kieskin. Und was war das nochmal für eine Wendung im letzten Boulder Nummer 3? Hier war klar, sie muss ihn flashen, um sich noch auf den ersten Platz zu schieben. Tja, und wer hätte gedacht, bei dieser komplexen Bewegung, unglaublich schwere Sequenzen, hat sie hier tatsächlich nochmal gerissen und im letzten Moment das Ruder rumgerissen. Also Gratulation hier an unsere Athletinnen. Wir machen nochmal ein gemeinsames Foto. Und dann schnappe ich mir mal ganz kurz noch hier unsere beiden Erstplatzierten. Genießt nochmal diese Bilder mit uns, genießt mal die volle Halle hier und kommt doch einfach selber mal vorbei. Die Finalrouten, auch die werden noch eine ganze Weile hängen. Die könnt ihr ausprobieren, genauso natürlich auch wie alle anderen Routen aus der Qualifikation. Nicht nur für die erste Liga, sondern auch für die Ligen 2 und 3. Also seid ihr entspannte, ambitionierte Hobbysportler oder vielleicht gerade erst eingestiegen, aber habt schon richtig Bock auf einen Wettkampf, dann kommt doch einfach mal vorbei. So, und jetzt renne ich ganz schnell hinterher, weil Jan, mit dir muss ich unbedingt quatschen und Lilly, dich muss ich auch noch mal ganz kurz klauen. Also ganz kurz erstmal Lilly, war dir bewusst im letzten Boulder, dass du für Platz 1 den Flash-Go holen musst? Ich wusste nicht, ob der flashbar ist, aber ich habe es nicht so richtig gecheckt, dass ich flashen muss. Also ich dachte, wobei, so, es hat so mitgeschwungen, aber ich dachte, erster oder zweiter könnte reichen tatsächlich. Ich wusste, dass ich die Zone im ersten holen muss.
Aber unglaublich, dann würde ich diese schwere Sequenz, die ja nicht alle Damen hinbekommen haben, mit einem unglaublich schweren Top, ja, gab es da noch mal einen extra Energieschub. Wie hast du das geschafft, diesen Boot am ersten Go zu machen? Ja, Leute, die Runde war zu leicht, ne? Also braucht man sich jetzt nichts vormachen. Und einen leichten, einen Boulder zu flashen, der für einen relativ leicht ist, geht schon klar. Und wenn man weiß, dass der, also wenn ich denke, dass der für mich leicht ist, für die anderen schwer, dann die Boulder zu flashen, fällt einem meistens leichter. Den muss man dann natürlich auch flashen, ist ein gewisser Druck. Ja, Jan, bei dir war der Druck völlig weg am Ende. War dir schon klar, du hast den ersten Platz sicher und deswegen konntest du auch schon jubeln zwischendurch? Oder wie ging es dir da vom ersten Boulder? Ich wusste nicht ganz genau, ob ich nach Versuchen gewinne. Also ich dachte, ich muss die Zone bekommen, um sicher Erster zu sein. Deswegen wusste ich auch, dass Mono mit rechts hatte, dass ich gewonnen habe. Aber ich habe einen guten Start erwischt. Wenn ich als Einziger die Platte mache und dann weiß, dass die Boulder, die mir liegen, noch am Ende kommen, dann beruhigt das die Nerven schon ziemlich. Mir wurde gesagt, Moritz und Moritz, also Moritz Welt, Moritz Perwitschki, die sind eigentlich richtig stark in Platte. Würdest du sagen, also in Platte zieht mich keiner ab oder war das heute eher so ein Lucky Go? Nee, die Jungs sind richtig starke Kletterer, aber hauptsächlich am Fels unterwegs. Und auch wenn es bei mir schon eine Weile her ist, habe ich das halt mal professionell gemacht. Und im Vergleich zu den besten Plattenkletterern beim Weltcup bin ich schlecht, aber in dem Feld hier kann ich mich gerade noch behaupten. Und bei mir hat natürlich heute geholfen, dass der Nationalkader einen Lehrgang in Österreich veranstaltet hat und die Plätze 2 bis 8 aus der Gesamtwertung heute nicht am Start waren. Mit Lasse und Yannick hätte das heute ganz anders ausgesehen, da hätte meine Performance nicht gereicht, glaube ich. Und man muss ja auch mal Glück haben. Ja, Glück oder einfach am Ende doch den Skill, den es braucht, um hier auf dem ersten Platz zu landen. Ne? Also Gratulation von meiner Seite, hervorragend gemacht. Vielleicht Boulder Nummer 2, ne? Hab's schon gesagt, super leichte Session jetzt in dem Fall. Also da konnte man natürlich gerade bei 3 Bouldern schlecht differenzieren. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und wie schaut's aus? Sehen wir uns im Steil oder vielleicht sogar im Boulderhaus in Reutlingen wieder? Jetzt, da ich Lasse abgehängt habe und die Gesamtwertung gewonnen habe, muss ich dann nochmal drüber nachdenken. Aber vielleicht komme ich trotzdem noch vorbei. Ich sag mal, das Preisgeld ist auch beim letzten Cup nicht weniger als beim ersten. Ne? Lilly, wie sieht es bei dir aus? Können wir dich im Steil in Karlsruhe wieder begrüßen beim Deutschland Cup? Ja, wenn ich mir verspreche, dass die Boulder schwer werden, dann komme ich. Also ich habe damit ja nichts zu tun, aber ich leite die Wünsche mal weiter. Ja, und vielen Dank an euch damit. Und euch zu Hause, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch nochmal ein Like da, oder? Kann man machen? Auf jeden Fall, richtig. Jetzt noch einmal cringe noch in die Kamera lächeln lassen, Like da. Okay, viel Spaß beim Gucken. Wir sehen uns wieder beim nächsten Deutschland Cup im Steil oder sogar beim nächsten Quali-Stream in Reutlingen. Bis dahin, macht's gut und immer ein Low-Gravity-Day, würde ich sagen. Ciao.